So, einen wunderschönen guten Abend, meine Damen und Herren. Recht herzlich willkommen hier bei Simrace TV. Wieder mal Donnerstagabend, wieder mal Race Day Speed Association. Heute live aus Road America. Ja, brauchen wir glaube ich nicht so viel sagen. Die Langstreckenenthusiasten unter euch kennen die Strecke mehr als gut. Und naja, und ich sag mal, alle Racer dieser Welt. Der Track natürlich auch bekannt. Ja, genau. So, und damit wir das jetzt so alles mal ein bisschen auch in die Reihe bekommen, gehen wir mal live auf die Strecke. Gut, hier läuft jetzt noch die Ankündigung der Musik durch. Die hatten wir ja natürlich jetzt schon die erste halbe Stunde vor dem Start jetzt laufen. Und das war Klangstrahler Projekt Aerobode mit zwei seiner Platten, die er gemacht hat. Er hat nicht nur die zwei gemacht, sondern zwei seiner Platten. Und ich glaube, zwei der schönsten Bestseller, ganz klar, Best of, wie auch immer. Und Sinnestäuschung, genau. So, wenn mich jetzt nicht alle Sinne täuschen, sollte jetzt irgendwann der Herr Purkott hier aufschlagen. Na, tut er noch nicht. Aber das wird gleich passieren. Ja, Rot Atlanta, was soll man sagen? Ihr habt sicherlich in der Ankündigung auf Simrace TV gelesen, die der Jens geschrieben hat. Und es ist halt immer ein Highlight, die Strecke. Und naja, 6,5 Kilometer, 14 Kurven. Mensch, toll, da braucht man gar nicht Wikipedia gucken. Außerdem weiß das sowieso jeder. Ja, und wirklich eine Highspeed-Strecke und natürlich das Salz in der Pfeffer, das Salz im Pfeffer. Das Salz in der Suppe. Sind natürlich die Höhenunterschiede hier. Das Salz im Pfeffer. Ja, lustig. Ja. Naja, wir werden sehen. Also, wir sind sehr, sehr gespannt. Wir sind gute Action gewöhnt hier von den Fahrern der Wintersaison. Und jetzt hoffen wir mal, dass es nicht allzu viele Diskussionen da gibt. Ich sehe, wir haben ein gut gefülltes Fahrerfeld. 25 Fahrzeuge sind wieder auf der Strecke. Das heißt, man hat sich jetzt ja aus der Vorweihnachtszeit und dann natürlich über die Feiertage, das war ja natürlich dann schon, nachdem wir hier mit weit über 30 Fahrzeugen begonnen haben, war das natürlich dann schon ein kleiner, naja, Rückschlag. Kann man das nicht nennen. Auf manchen Strecken war es auch ganz gut, dass nicht so viele da waren. Aber jetzt kommt es ja wieder langsam dahin, wo es hin soll. Und ich sehe ganz, ganz viele spannende Leute, die wir natürlich alle kennen. Und ich sehe einen Rückkehrer, nämlich Micha König. Ich kann mich entsinnen, vor 3 Jahren, als ich hier anfing zu broadcasten, war der Junge nicht zu schlagen. Und ich habe vorhin auch schon im freien Training gesehen, dass er wieder, ja, sehr gute Zeiten hier fahren konnte. Und jetzt werden wir mal schauen. Momentan ist sehr erstaunlich, weil der Patrick Garbe ist auf Platz 1 hier aus dem letzten Training, aus dem offiziellen Training. Und das Braun auf Platz 2. Damit wären zwei G-Cup-Fahrer auf den ersten beiden Plätzen. Ich glaube zwar nicht, dass ich das so über die Quali bestätigen wird, aber manchmal geschehen ja Zeichen und Wunder und vielleicht liegen den beiden ja, oder liegt den beiden die Strecke ja ganz besonders. Man kommt ja immer wieder vor. Also werden wir mal schauen, was da passiert. Im Moment ist noch Fahrerbriefing, also die müssten jetzt aber wirklich jeden Augenblick fertig werden. Und ja, und dann denke ich mal, klappt das auch. Und wenn es mal jetzt 5 Minuten später wird, wir haben zumindest pünktlich angefangen, das ist ja schon mal ganz. Und ja, wenn es halt 5 Minuten später wird, ist das jetzt auch kein Drama. Ist es halt so, wie es ist, wie es momentan bei fast allen draußen ist, wenn sie, na gut, wenn man momentan aus dem Fenster guckt, ist es wahrscheinlich dunkel bei den meisten Zuschauern, aber tagsüber halt alles so ein bisschen grau. Und selbst wenn mal die Sonne durchkommt, ist doch irgendwie drückend. Weiß nicht. Also momentan, ja, ist mir sehr nach Süden. Aber gut. Schauen wir mal. So. Jetzt wäre es natürlich schön, das hätte jetzt so passen können, dass der Jens jetzt sagt, ah, da ist er. Aber gut, ist er noch nicht.
So, ich habe ja hier gut, dass er noch nicht da ist. So, da haben wir den Herrn Purkott. Vom RSA Founder Team. Genau. Und wenn ich das jetzt richtig sehe, hat man hier wieder, ich bin mir jetzt gar nicht so sicher, ob das letzte Mal schon war. Ich weiß, irgendwann gab es mal nur Ferraris und mittlerweile hat man den Nissan wieder dazu getan. Die Herrschaften hatten hier massive Probleme, performance-technisch, also ja, Performance-Probleme. Ja, müssen wir mal schauen, was heute passiert. Ob die Lags bei den Fahrern heute verschwunden sind. Und was es da alles gab. Naja, werden wir mal gucken. Das dauert dann wohl doch ein bisschen länger. Jens meinte eben noch, er ist pünktlich 20:30 Uhr da. Was hat er vor? Naja, gut, in so einem Briefing kann immer viel passieren. Da kann es Fragen geben, auf die man nicht so vorbereitet war, beziehungsweise mit denen man nicht gerechnet hat. Nicht, dass man da keine Antwort wüsste, sondern man muss dann halt auch antworten und dann zieht sich das ein bisschen in die Länge. Wir werden sehen. Wir werden sehen, was passiert. Und ich habe hier immer ein Auge so auf den Teamspeak und schaue mal so ein bisschen, wenn der Herr Purkott dann jetzt fertig ist. Auf der Strecke bewegt sich jedenfalls nichts. Das wiederum kann eigentlich nur ein Hinweis dafür sein, dass die noch ganz angestrengt Fragen und Antworten lauschen, die da wohl im Briefing gestellt werden. Wir könnten ja mal fies sein, könnten da jetzt mal reingehen. Dann so die Diskussion, du, das will ich aber nicht. Irgendwie so mithören, aber nee, das machen wir natürlich nicht. Na, na, na? Nee, immer noch nicht da. Ja, was soll ich jetzt machen? Soll ich jetzt Witze erzählen? Kommt einer mit zwei linken Füßen in Schuhladen und sagt, ich hätte gerne Flipflips. Ich weiß nicht. Es ist nicht so einfach. Ehrlich gesagt, ist das jetzt hier so eigentlich mein persönliches Highlight und da ist er. Das Highlight ist da. Tag, Herr Purkott. Ja, das ist ja grandios. Ja, schön, dass ich dein Highlight bin. Ha. Ja, nein, meins nicht zwingend, aber das ist der Zuschauer. Nein, nein, natürlich bist du mein Highlight. Ja, nun, also, jetzt gehst du jetzt gerade mal raus. Wir haben dich auch sofort im Bild. Hoffe ich jedenfalls mal. Musik ist auch aus. Wir sind ganz glücklich. Feier Und ist auch aus. ja, sag ich doch. Wir sind im Bild. Und ja, gucken wir mal. Jetzt gucken wir mal, was wir haben. Bisschen was Allgemeines habe ich schon zur Strecke erzählt. Länge und schnell und hoch und runter. Ja, also ja, hier geht's schon mal hoch und dann wahrscheinlich gleich drauf wieder runter. Genau. Ja, also eigentlich eine extrem aufregende Strecke, die mir persönlich sehr gefällt. Ich kenne ihn, glaube ich, noch aus IndyCar Racing 2. Eckhart Lake hieß sie da, glaube ich. Also lange Geschichte hier für mich. Trotzdem bin ich zeitlich ziemlich weit hinten. Das liegt vielleicht daran, dass ich, wenn ich mit die Hot Laps nach den Gefahrenen umsortiere, bin ich, glaube ich, 29. Mit vor heute 29 Runden, der schnellste hatte 900 Runden. Also man kann mal sehen, wie viel Zeit der eine oder andere hat. Und das spiegelt sich dann auch schon mal in den gefahrenen Zeiten wieder, wie wir es hier erleben dürfen. Was du vielleicht noch nicht erzählt hast, was ich dann recht schon mal jetzt hier erwähnen kann, ist, wir haben im Nürburgring heftigste Juryarbeit leisten dürfen, weil das Verhalten auf der Strecke einfach ein bisschen ausgeartet ist. Und nach Rennen gefahren wurde, wie wir es eigentlich nicht hier haben wollen. Und deshalb gab es jetzt einfach mal eine Menge Strafen. Die Konsequenz daraus ist, dass der Dominik, der Michael König und auch der Martin Schmidt heute kein Qualify fahren dürfen. Die werden Ja. von hinten starten, und zwar in der Reihenfolge Dominik Drittletzter, Martin Schmidt Vorletzter und Michael König Letzter, gestaffelt anhand der eingefahrenen Strafpunkte. Nur das für dich zur Info, dass du dich nicht gleich wunderst, dass die Jungs nicht rausgehen. Ja. So, ich gehe auf meine schnelle Runde. Das heißt, ich fahre mal direkt in die Berge, weil nämlich geht es nämlich erstmal richtig hoch. Ich habe das Gefühl, man müsste jetzt hier gleich erstmal abheben. Auto ruppelt und jetzt sind wir dann gerade, um dann wieder ja, leicht bergab zur ersten 90 Grad rechts zu kommen. Da kommen wir ungefähr mit 270 an. Tolle Stelle zum Ausbremsen. Hier fünfter Gang, vierter Gang, dritter Gang, rein an den Curbs, früh aufs Gas.
Und dann fahren wir wieder gleich runter, die nächste 90 Grad. Da kann man dann vielleicht nochmal einen Konter setzen. Hier müssen wir runter bis in den zweiten. Wir den Körper möglichst meiden, sonst kommt das Auto sofort hinten rum. Und jetzt haben wir die vielleicht längste Gerade oder die Stelle, wo am ehesten überholt wird, weil hier geht es bergab, hier kommt der Windschatten so richtig. Wieder unten im Loch 270 Topspeed und hier wird richtig scharf zusammengebremst bis runter in den zweiten Gang. Und dann muss man hier so schön an den Curb dran und dann hier außen raus und dann fährt man wieder berg hoch. Und das ist ganz heikel, weil man muss nämlich, bevor man oben ist, bremsen, unterschalten und einlenken. Bevor man überhaupt weiß, wo man ist. Das Leadmaster steht direkt in der Leitplanke. Hier haben wir ganz schnell Knick, da kann man so leicht lupfen und wieder voll aufs Gas gehen. Wieder leicht weg runter, kommen wir zu einem 90 Grad links im zweiten Gang. Dann kündige ich es schon mal an, jetzt kommt die Hufeisenkurve. Ich weiß gar nicht, ob sie so heißt, aber sie sieht einfach so aus wie ein Hufeisen. Und die geht endlos lang. Ja, einmal wieder hier raus, und dann kann man sich wieder hier reinziehen, dann kann man wieder Gas geben und dann irgendwann endet sie dann mal. Und für mich der persönlich schwerste Teil, dieser Rechtsknick, da habe ich es im Testrennen, glaube ich, 6 Mal weggeworfen. Boah, weil der geht fast voll, aber innen zu viel Curbs oder außen die Wiese und man dreht sich. Hier überholen ist schwierig, weil das ist zwar Vollgas, aber immer schön mit Kurven versehen. Der zweite Gang, innen an den Curb, außen an den Curb. So, jetzt kommen wir zu einem vierten Gang, links über die Kuppe. Einmal kurz lupfen an den Curb und wieder Vollgas, um das Auto direkt wieder runter zu bremsen und rechts rum und dann fahren wir wieder in die Berge. So, das war meine Runde in North America. Mal gucken, wo ich gleich lande. Also meine aktuelle Bestzeit ist eine 206, wohl könnte hier 203 locker sein. Na, immerhin gerade noch eine 206 geworden. Boah, für Quatschen die ganze Zeit bin ich zufrieden. War das gar nicht so schlecht, genau. Ja. Ja, wunderbar. Also, jetzt sind wir hier, hupsala. Das war falsch, genau. So. Ja, Vorstellungsrunde, grandios und ich freue mich sehr auf den Kurs und dir ganz, ganz viel Glück. Vielleicht. Ja, eins noch, wir haben bisschen. Natürlich die Konstellation, dass wir hier mit 2 Fahrzeugmodellen an den Start gehen und der Ferrari hat einen deutlichen Vorteil auf der Geraden. Da reden wir hier von bis zu 10 km/h mehr Topspeed, die dann in den Kurven wieder ein bisschen einbüßt, die ja, gewonnene Zeit. Also wir werden sicherlich viel, viel Bewegung erleben im Rennen und ich weiß noch nicht, wie wir den Start überstehen, weil die Autos stehen hier, glaube ich, 2 Meter Abstand. Also das wird schon genau. Eine Sache für sich, ja. Ja, wir werden es sehen. Also ich bin überzeugt, dass das funktioniert und ja, dann freuen wir uns ganz doll auf die kommende Rennaction. Genau, dir viel Spaß und in irgendeiner Form hören wir uns nachher. Genau. So, meine Damen und Herren, also, die Strecke heißt immer noch Elkhart Lake. Also, der Ort dort an der Strecke. Und ja, das ist dann so ein schöner Lake, so ein Lakesee. Und genau, da gibt es diese Road America, diese Rennstrecke, Circuit. Genau. So, jetzt bin ich hier alleine, weil die alle schon in der Startaufstellung stehen. Nee, die kommen da jetzt erst. Und da fahren sie auch schon los. Das ist ja nicht schlecht. Hier so ein bisschen schauen. Oh, da stehen sie natürlich an der Ampel. Dreierreihen, das hatte ich. Ja. Und jetzt geht's hier erstmal raus. Das heißt, wir fahren jetzt das erste Quali. So wie ich das sehe, ist die Zeiten auch wieder nicht eingestellt. Aber gut, das ist jetzt nicht so schwierig. Da kann der Rennleiter respektive der Jens dann irgendwann sagen, so jetzt nicht mehr, keine neue Runde mehr beginnen und die Loks kommen. Genau, und die anderen dürfen noch zu Ende fahren, die noch auf einer schnellen Runde sind, so sollte es sein. Ja, Hufeisen, also das eben mit der Hufeisenkurve erzählt hat, hatte ich so gedacht, naja, gleich fährt er sich selbst in den Hintern, aber war dann doch nicht so. Das ist wirklich eine hammerharte Kurve, das geht rum und rum, man denkt echt, man fährt im Kreis. Und ja, vor allem dann halt wirklich den Punkt zu treffen, an dem man ja beschleunigen darf, das ist halt das Spannende an der Geschichte. So, hier haben wir den Micha König, einen der Bestraften.
Ein bisschen was zum Meisterschaftsstand erzählen wir dann im Warm-up. Das ist immer der Zeitpunkt. Ja, wollen wir mal hoffen, dass hier heute alles glatt geht, dass die Fahrer keine Probleme mit der Performance bekommen, mit der Mod-Performance, beziehungsweise mit ihren Rechnern. Und theoretisch sollte das eigentlich kein Problem sein, aber naja, manchmal ist es halt komisch. Und da weiß man auch nicht so wirklich, wo man jetzt anfangen soll zu suchen. In SimRacing Org, in der Multileague, funktionieren die Autos astrein. Und man muss natürlich dann immer so ein bisschen auf die Streckenperformance gucken. So, der Sebastian Röhn, der hat diverse Strecken wieder aus dem Rennkalender rausgenommen, weil sie einfach zu performancefressend sind für diese Modifikation. Und ja, kann schon dann auch Lösungsansatz sein. So, Andreas Braun, G-Cup-Fahrer. Kommen wir mal so ein bisschen zu dieser Geschichte G-Cup. Ich glaube, ich hatte das beim vorletzten Rennen schon erzählt. Im letzten konnte ich ja leider nicht dabei sein. Und da ging es. Diese ganze Geschichte mit dem G-Cup, das ist in der vorletzten Saison, beziehungsweise in der letzten Saison, der letzten abgeschlossenen Saison im GT3 Cup ins Leben gerufen worden vom Hans-Peter Maid. Der hat sich das mal ausgedacht. Und der Sinn dabei ist, dass in einem größeren Fahrerfeld ja doch die hinten oder weiter hinten Fahrenden ja relativ schnell die Motivation verlieren. Und somit hat man hier ab Platz 15 eine zweite Wertung eingeführt. Und ja, die Fahrer, die in dieser Wertung fahren, haben hinter ihrem Namen ein G, ein G. Und daran kann man die ganz gut erkennen. Ja, und damit fahren die halt nochmal ihre Meisterschaft. Und die ist genauso viel wert wie die Hauptmeisterschaft. Sie fahren allerdings auch in der Hauptwertung genauso Punkte ein, wenn sie in die Punkte dieser Wertung fahren. Und somit kann man dann für die nächste Saison schon mal so ein bisschen ausschauen. Und da der G-Cup nicht direkt mit dem ersten Rennen startet, sondern hier waren es drei Rennen, die man erst abgewartet hat. Und wer dann halt auf den entsprechenden Positionen war, wurde dann automatisch in die G-Cup-Wertung gesetzt. So, Andreas Braun jetzt hier mit einem deutlichen Vorsprung auf Robin Frischkopf. Erstaunlich jetzt so ein bisschen. Mal gucken. Ist halt auch schon im ein Training mir sehr positiv aufgefallen hier auf dieser Strecke. Na, das war jetzt nicht so positiv. Da war ein bisschen eng unterwegs in der Kurve. Ja, und da ist er auf Pol, auf der vorläufigen Pol mit einer Zeit von 204.027. Also das werden noch Dreierzeiten werden, da bin ich ziemlich sicher. Und sein direkter Verfolger ist momentan Fred Donke. Der dann jetzt hier im Nissan unterwegs ist. Wir haben es ja eben gehört, der Ferrari hat einen Topspeed-Vorteil, der Nissan hat einen Handling-Vorteil. Schauen, was der Fred hier reißt. Momentan ist er auf dem dritten Platz und Patrick Gabe ist tatsächlich auch auf den zweiten Platz gefahren. Also zwei G-Cup-Fahrer, so wie im freien Training vorne. Ups, da geht es ein bisschen weit raus, aber er konnte das Auto noch retten. So, jetzt kommen wir hier gleich zur Zwischenzeit, ja, da fehlen ihm 8 Zehntel, das ist zu viel. Das wird auf keinen Fall eine Verbesserung.
Ja, und hier im der Wintersaison der Red State Speeders Association geht es hauptsächlich um im ersten Qualifying in die Top 5 zu fahren. Die Top 5 fahren dann eine Superpole. Der Superpole, wie es halt Superpole typisch ist, so ist, fährt man eine gezeitete Runde und dann fährt man dann halt immer, waren halt erst die ersten. Jetzt nicht ganz sicher. Ich glaube, die ersten drei und dann fahren die ersten, die letzten beiden fahren dann raus. Wir warten dann halt die Platz 2 und 1 aus dem ersten Qualifying, die warten dann halt eine Runde und fahren dann raus. Ja, doch, ist ein nettes Fahrerfeld jetzt beisammen, also 25 aktive Autos. Neben dem Simulus, also mit dem Simulus CV-Auto sind es dann 26 Autos hier am Server sind, auf der Strecke irgendwie sind. Ja, das war jetzt hier nicht so gut. Da hat er jetzt nochmal Zeit verloren. Auch wenn das jetzt der erste Sektor noch mit 0,194 Sekunden Rückstand auf die Bestzeit von Andreas Braun angezeigt wurde, ist das schon noch definitiv jetzt eben noch mal Zeit gekostet. So, wir kommen jetzt hier zur zweiten Zwischenzeit. Ja, ein Zehntel Rückstand. Das ist in etwa so sein. So, Dennis Erner hat ihn jetzt aber verdrängt. Und zwar mit einem Rückstand auf die Spitze von 0,476 Sekunden, was aber richtig spannend ist. Patrick Garbe momentan auf Platz 2. So, jetzt auch noch Robin Frischkopf an vorbei an Fred Dunke. Er ist somit auf Platz 4. Fred Dunke jetzt Fünfter. Ja, wie gesagt, Patrick Garbe ist ganze 19.000stel hinter Andreas Braun auf dem zweiten Platz. Das ist natürlich grandios. Ja, Fred Dunke konnte sich jetzt erstmal nicht verbessern, hat aber nur noch ein bisschen Zeit, also er kann noch mal rausfahren. So, jetzt gucken wir mal. Der Stefan Hauenstein, der müsste hier eigentlich irgendwo sein. Da müsste man natürlich das Ding... Ja, er fährt auch noch mal raus. Oh, der ist schon Siebter. Genau. Wieso ist der schon Siebter und wieso sehe ich das nicht? Das stimmt hier nicht. Ich habe hier irgendwie falsche Ergebnisse angezeigt. Drunke ist jetzt Sechster, das ist richtig. Jens Erner. Hä? Wo kommt der denn jetzt auf einmal her? Stefan Hauenstein, Achter wird mir hier angezeigt, aber in meiner Übersicht sehe ich den auf Platz 6. Also irgendwas ist jetzt hier gerade mal völlig durch den Wind. Jo, und dann geht's ab. Das wird jetzt eng. Also er muss jetzt echt sehen, dass er jetzt hier nochmal über Start und Ziel kommt, um noch eine schnelle Runde fahren zu können. Patrick Garbe hat es geschafft, Andreas Braun auf Platz 2 zu verdrängen. Also ich bin schwer beeindruckt von den Herrschaften. Da haben wir den Andy Braun. Dennis Erner auf der 3. Auf der 4 Danny Volkert. Und den habe ich hier zum Beispiel überhaupt nicht. Doch, den habe ich auch in der Liste, aber auf Platz 8. Also irgendwas stimmt hier nicht. Jetzt scheint es zu stimmen.
Tolle Sache. Also, Danny Folkert auf der 4, der ist dann, hat es dann doch irgendwie wieder davor geschafft. Auf der 5 Robin Frischkopf. Das wäre jetzt momentan der letzte, der noch in das, in die Superpole käme. Und Fred Dohnke auf der 6 versucht hier noch alles, um das nochmal gut zu machen. Der hat jetzt noch ja, knappe 3 Minuten 15 Sekunden Zeit, um über Start und Ziel zu kommen. Jo! Und der biegt da ab. Keine wilden Manöver fahren. Au! Ja, hat das Auto gut abgefangen hier auf der Wiese. Gut, dass es keine gezeitete Runde war. So, Stefan Hauptenstein hat sich scheinbar mit seinem Glück in Anführungsstrichen abgefunden. Er fährt nochmal. Gehen wir nochmal zu Fred Dohnke. Der jetzt über Start und Ziel kommt und er hat jetzt noch gut 2 Minuten. Also das reicht locker, allerdings ist es jetzt nur noch die eine Runde, die er hat. Weil er kommt hier deutlich unter 2 Minuten über Start und Ziel. Also, momentan immer noch Patrick Abe vor Andreas Braun, Dennis Erner, Danny Folkert und Robin Frischkopf. Das wären die 5, die momentan für die Superpole qualifiziert wären. So, die Zeit läuft für Fred Dohnke. Das wäre jetzt noch einer derer, wo ich sagen würde, der hätte noch tatsächlich eine Chance, in die Top 5 zu fahren. Das werden wir jetzt gleich sehen, wenn die Zwischenzeiten angezeigt werden. Ob das Sinn macht oder nicht. Hier anbremsen, sauber, und da kommen wir jetzt gleich zur ersten Zwischenzeit. Ja, das sah gut aus hier. Auch das sah relativ gut aus. Jetzt habe ich natürlich auf die Fahrt geachtet und nicht auf die Zwischenzeit. Und jetzt gucken wir mal, Fred Dohnke, Sektor 1, es war auf keinen Fall sein bester. 45,6, das wären schon 6 Zehntel auf den Führenden, die er hier verloren hat. Und er darf nicht mehr, also er muss unter 0,785 Sekunden Rückstand bleiben. Also 0,784 Sekunden Rückstand und damit hätte er Platz 5. Nee, hat er nicht mehr, der ist jetzt auf 7 durchgerutscht, weil Edgar Ostermann auf die 3 gefahren ist. So, dann können wir jetzt auch noch gleichzeitig zu jetzt gucken wir erstmal den Fred hier zu Ende. Ja, das ist die Zwischenzeit hier 0,9 2 Sekunden Rückstand. Das reicht auf gar keinen Fall. Er hat momentan 0,805. Ja, das bleibt bei Platz 7. Ja, irgendwas haut hier nicht hin. Andreas Braun hier noch. Ja, der Gift schon Lichthupe, der war hier nochmal schneller.
Aber ich glaube, der kommt jetzt in die Box. Also eine neue, schnelle Runde hat er, glaube ich, nicht mehr. Ja, da sagen wir mal ganz tollen Glückwunsch an die beiden G-Cup-Fahrer. An den Andreas Braun und an den Patrick Garbe. Tolle Sache. Wirklich tolles Ding. Oh, da hinten qualmt es ganz mächtig. Da ist wohl noch irgendwie, versucht da jemand seinen Motor irgendwie zu schrotten oder es ist ihm gerade gelungen, so wie es aussah. So, eigentlich warten wir jetzt nur noch auf den Andy Braun. Und ich lese mal das Gesamtklassement vor, jetzt hier aus dem ersten Quali. Und das lautet wie folgt. Also, wäre das das offizielle Quali, stünden Andreas Braun und Patrick Garbe in der ersten Startreihe. Danach Edgar Ostermann und Danny Volkert auf 3 und 4. In der dritten Startreihe auf 5 und 6 Dennis Erner und Olaf Ness. Oh, Olaf Ness, ich werde verrückt, ist ja cool. Ja, Robin Frischkopf und Fred Dunke auf 7 und 8. Stefan Hauenstein, Stefan Bäumer auf 9 und 10. Micha Tröscher und Jens Erner auf 11 und 12. Platz 13 für Patrick Flüchlisthaler, 14 für Jan Baskenes, 15 für Lars Borkowski, 16 für Jari Stark. Jens Purkott auf der 17, Holger Standschuss auf der 18. Jürgen Engelhardt auf der 19. Günter Karat 20, 21 für Ulrich Windmöller, 22 Arne Bachem, Dominik Smoll auf der 23, Martin Schmidt auf der 24, Laubach auf der 25, Micha König auf der 26 und auf der 27 der Ralf Minwegen. So, das ist natürlich dann noch aufgrund der Strafen, wird das noch ein bisschen verschieben. Wir haben es ja gehört, König, Smoll und ich glaube... Mit, ich bin jetzt nicht ganz sicher, weil der dritte war, die werden dann ans Ende gesetzt. So, dann gehen wir mal zu Platz 5, weil die sind nämlich schon, der Robin ist hier schon auf seiner Warm-Up-Lap, auf seiner Out-Lap, hier um eine schnelle Rennrunde hinzulegen. Der Robin ist auch gut mit Zusatzgewicht bepackt. Ja, man fährt hier Ferrari und Nissan, also ein italienisch-japanisches Mischmasch. Das ist so ähnlich wie Spaghetti und Pflaumenwein. Aber es ist mit Sicherheit eine gute Mischung, weil man hier doch zwei Autos hat. Ja, das eine mit mehr Topspeed, das andere mit dem besseren Handling. Und das macht sicherlich auf die Strecke... auf eine Runde hingesehen, ist das sicherlich sehr ausgeglichen, aber jedes Auto hat halt an der einen oder anderen Stelle seinen Vorteil. Naja, werden wir mal sehen. Windschatten bieten die Autos auch gut, sofern da nicht nochmal irgendwas dran gefummelt wurde. Und ja, es ist meines Wissens, ich glaube, das erste Mal in der Wintersaison, dass die Fahrzeuge unterschiedliche Physik haben. So, Robin ist auf seiner schnellen Runde. Ganz kurz hier zum Danny Volkert, der ist auch unterwegs, aber wir bleiben erstmal bei Robin, weil der liegt jetzt erstmal eine Zeit vor, die dann als Referenz für alle anderen gilt. Und wir haben es in den letzten Rennen, die ich moderiert habe, oft genug erlebt, dass gerade der hier zuerst auf die Strecke gegangen ist, hinterher auf Platz 2 oder 3 ins Rennen gegangen ist, sich also verbessern konnte und die anderen halt durch eine gute Zeit ist vorher fünf Platzierten zu sehr unter Druck geraten sind, dass sie halt es halt übertrieben haben.
Ja gut, es kommen jetzt erstmal. Jetzt kämen normalerweise Zwischenzeiten, aber die kommen jetzt hier natürlich nicht, weil wir haben ja noch keine Referenzzeit. Macht mit Sicherheit sehr, sehr viel Spaß. Es ist flüssig zu fahren, aber auch sehr, sehr anspruchsvoll. So, jetzt geht es hier den letzten Anstieg hoch vor Start und Ziel. Und wir lassen uns überraschen. Ja, das ist keine schlechte Zeit. 204,643. Danny Volkert ist eine halbe Sekunde schneller bei der ersten Zwischen nee, zweiten Zwischenzeit. Auch der geht jetzt hier den Anstieg noch mal hoch. So, und setzt sich mit 0,240 Sekunden an die Spitze. So, und dann haben wir den vormals Drittplatzierten, nämlich den Edgar Ostermann. Der hat Rückstand und zwar massiv. Ein Zehntel. Das Auto sieht auch alles andere als stabil aus. Also das war schon fast ein Drift. Das bleibt Platz 3. So, dann gehen wir mal zu Andreas Braun. Der ist bereits draußen. Und auch Patrick Garbe. Dann gehen wir mal zuerst zum Patrick. Der jetzt hier auf seine schnelle Runde geht. Da werden wir jetzt zumindest schon mal Zwischenzeiten sehen. Genau, und die sind aber, hallo, 0,630 Sekunden Vorsprung hier für den Patrick. Dann gehen wir mal ganz schnell zum Andy Braun. Naja, der hat noch ein paar Meter bis zur zweiten Zwischenzeit, bis zur ersten Zwischenzeit. Derweilen kommt der Patrick schon zur zweiten Zwischenzeit und hat immer noch 3 Zehntel Vorsprung. Und Andy Braun hat eine halbe Sekunde Rückstand in der ersten Zwischenzeit. Da denke ich mal, das ist ganz schwer aufzuholen. Vielleicht fährt der Patrick hier seine erste Pole ein. So, das ist ganz klar ein erster Platz mit 0,348 Sekunden Vorsprung. Ja, Andy hat's, ja, der hat's vermasselt. Der hat's vermasselt. Da muss noch ein gröberer Fehler gewesen sein. Das ist nicht sein Ding. Und das ist das, was ich meinte. Der steht jetzt definitiv auf Platz 5. Meinst du, schön, dass er die Runde noch zu Ende fährt? Eigentlich könnte er in die Box abbiegen. Oh, der wird sich ärgern. Der wird sich sehr, sehr ärgern, der Andy. Nee, es ist noch, hat noch für Platz 4 gereicht.
Also immerhin. Und somit ist es dann so, dass ja, Edgar hat es wohl völlig verhauen. Genau, der hat 1,4 Sekunden Rückstand. Also Patrick Garbe vor Danny Volkert, Robin Frischkopf auf 3, Andreas Braun auf 4 und Edgar Ostermann auf der 5. Genau, so sieht das aus. So, wir sind im Warm-up, wie ich sehe. Und das bedeutet, da ist wieder jemand ganz pfiffig dran. Hoppala, was ist das jetzt? Okay. Meine Fresse. So. Ach, das ist immer spannend. Gut. Genau, die Herrschaften kommen jetzt hier wieder raus und wir beschäftigen uns mal ein klein wenig mit der Meisterschaft. Und das ist hier in Anbetracht dessen, dass es doch 20 Punkte gibt hier für einen Laufsieg. Ganz ordentlich. Nee, Quatsch. Ja, doch, doch, doch. Robin Frischkopf hier mit 90 Punkten in Front. 78 Punkte auf Platz 2, Stefan Hauenstein, Dennis Erler 75 Punkte, also ganz knapp dahinter auf Platz 3. Danny Volkert 59 Punkte auf der 4, 58 Punkte für Martin Schmidt, Jens Burkert 53 Punkte, Kevin Flitsch 48 Punkte, dann wieder ein kleinerer Sprung zu Markus van Holt, 36 Punkte auf der 8, Christian Rückert 33 Punkte auf der 9, Edgar Ostermann 32 Punkte auf der 10. Das sind die Top 10 der Hauptwertung. Und jetzt kommen wir zur G-Cup-Wertung. Und die ist sehr, sehr spannend. Also das kann ich wohl sagen. Die hat allerdings auch erst 4 Läufe, sprich 2 Renntage hinter sich. Und Jens Erner führt dort mit 35 Punkten vor Oliver Ketzer mit 29. Andreas Braun ebenfalls 29, also punktgleich auf dem zweiten Platz. Arne Bachem, Vierter mit 24 Punkten. Günter Karrer 19 Punkten. Jürgen Engel hat auch 19 Punkte. Ulrich Windmüller auf der 6 mit 18 Punkten. Und danach geht es weiter mit Lars Borkowski und Micha Troscher punktgleich mit 16 Punkten. Und Platz 9 geht dann auch punktgleich an Ralf Minwegen und Micha Pregartner. Ich bin überzeugt, dass Andy Braun, wenn er heute hier so eine souveräne Leistung abliefert, da nochmal einen klaren Sprung nach vorne machen kann. Und was wir jetzt mit und der ja genau, und der Patrick Gabel, der wird wohl dann auch erstmals hier in der Meisterschaftstabelle auftauchen, da bin ich mir ziemlich sicher. Also den Andi muss ich heute tatsächlich auf alle Fälle interviewen, weil ich glaube, allzu oft hatte ich den noch nicht im Interview und wir kennen uns schon so lange. Also es freut mich enorm, dass er hier so einen Sprung nach vorne machen konnte. Also großartige Geschichte. Wer es mitbekommen hat, wir hatten ja letztes Wochenende ein 24-Stunden-Rennen auf Simracing.org mit genau mit diesen Autos, noch ein paar Marken mehr. Und da gab es 24 Teilnehmer, und zwar 24 Stunden Bathurst. Und jeder, der glaubte, die Nordschleife ist die schwierigste Strecke der Welt, der sollte bitte dort mal ein 24-Stunden-Rennen fahren. Es ist unglaublich gewesen und es war spannend bis zum Schluss. Und was das Großartige an diesem Event war, alle, die teilgenommen haben, waren sich einig, dass es das
beste Event der letzten 2 Jahre Multileague gewesen ist. Es war, was die Fairness und ja, den Driving Style betraf. Die Jungs waren derart übervorsichtig, wenn irgendwo gelbe Flaggen. Das war wirklich wie eine Code 60 in der Realität. Wir waren völlig begeistert. Hat also kaum Vorfälle gegeben. Und ja, wenn jemand Probleme hatte, dann dadurch, dass er sich selber irgendwo auf dieser Strecke rausgedreht hat, weil da gibt es eigentlich nur Asphalt, die Curbs und direkt an die Curbs dann die Mauern. Also wirklich ein hammerharter Kurs mit 174 Metern Höhenunterschied und ja, auch nur 6 Kilometer Streckenlänge. Also es war wirklich hammerhart, was da gefahren wurde. Und ja, gewonnen hat dann Banzai Motorsport von Notox Racing und Federsport Poland. Und das ist war sehr, sehr dramatisch, weil eigentlich war der Sieg so mehr oder weniger auszumachen zwischen Banzai Motorsport und Federsport Poland. Aber die Jungs hatten dann im letzten Renndrittel noch ein Disconnect und ja, neben letzten Viertel. Und ja, dadurch sind sie dann 3 Runden zurückgefallen und das konnten sie dann in dieser ja, relativ kurzen Zeit eher aufholen. Genau, so, das war kurz eine Zusammenfassung davon. Und wer da ein bisschen reinschauen will auf Dailymotion/SimRaceTV, gibt es da ganzen Aufzeichnungen. Wir haben sogar 2 Streams produziert, einen in Deutsch und einen in Polnisch, weil wir doch jetzt einige polnische Teams dort haben. Ich glaube, 4 polnische Teams fahren mit. Und ja, es ist halt eine internationale Meisterschaft, die da gefahren wird, ausschließlich mit 12- und 24-Stunden-Rennen. Und unser Dennis Erner war auch mit dabei. Also von daher, ja, der kann dann den Fahrern, die hier sind, zumindest mal ein paar Eindrücke schildern. Vielleicht sehen wir den einen oder anderen dann im nächsten Event, wenn es dann zu den 12 Stunden mit Ohio geht, wo es dann im März das Finale auf der Nordschleife gibt, 24 Stunden, ein bisschen was erzählen darüber. Vielleicht sehen wir den einen oder anderen dann hier in einem dieser nächsten Events. Das wollte ich eigentlich sagen. So, jetzt warten wir gespannt. Genau, da kommen die Autos in die Startaufstellung. Gut, von den Quali-Zeiten werden jetzt nur die ersten 5 angezeigt, weil nur dieses Quali wurde in der eigentlichen Quali-Session gefahren. So, geht's. Das ist jetzt die Formation Lap. Der Start erfolgt dann stehend, aber es passiert relativ häufig, dass, wenn es Startunfälle gibt, dass dann die Rennleitung in der ersten Runde eine Full Course Yellow ausschreibt. Und also die Strecke unter Gelb setzt, dann muss der Erste, alle bleiben auf den Positionen, also wenn da ein Verunfallter ist und rutscht ans Ende, muss er da bleiben. Und dann wird von der Rennleitung irgendwann durchgegeben, Rennen grün, das hat nichts mit der Start- und Ziellinie zu tun und auch nichts mit einem rausfahrenden Safety Car. Haben wir also verfolgt über das Teamradio und dann werden die Herrschaften, ja, gesagt, so, 3, 2, 1 und los geht's. Dann gibt der Erste wieder Gas und das Ganze beginnt dann, geht dann fliegend weiter. Also es wird dann noch ein zweiter fliegender Start gefahren, sofern es in der ersten Runde zu Kollisionen kommt. Oder sagen wir mal, zu Unfällen kommt. Wegen der Kollision, wo nichts passiert, wird es keine Gelbphase geben. Thank you.
Da haben wir den führenden Patrick Garbe vor Danny Volk. Hä? Da fehlt doch wohl. Ach so, ja, logisch, klar. Und Robin Frischkopf. Auf der 4 dann Andreas Braun. Und auf der 5. Ja, da fehlt mir jetzt aber tatsächlich einer. Wer denn hingekommen? Edgar Ostermann ist. Nee, ist 5. Das ist richtig, aber das ist doch nicht Edgar Ostermann, oder? Doch, tatsächlich ist der so froschgrün. Gar nicht so in Erinnerung. So, das sind die Top 5. Auf der 6 dann Dennis Erner, auf der 7 Olaf Nest, auf der 8 Fred Dohnke, auf der 9 Jens Erner, auf der 10 Stefan Hauenstein, 11 Stefan Bäumer, 12 Micha Tröscher, 13 Patrick Flüchlingsthaler, 14 Jan Baskenis, Lars Pokowski auf der 15, Jari Stark auf der 16, Jens Burkott auf der 17, auf der 18 Holger Stanschus, auf der 19, das ist das Geldding, was da unten kommt. Platz 20 Ulrich Windmöller, 21 für Günter Karrer, 22 Arne Bachem, Laubach auf der 23, auf der 24 Ralf Minwegen, 25 Dominik Smoll, 26 Martin Schmidt und genau das war dann tatsächlich der Martin, der auch ein Quali-Verbot hatte. Micha König dann auf den letzten Platz. So, gehen wir mal auf die erste Position. Patrick Garbe. Upsala. Ja, schön wär's. Können wir das jetzt mal so haben? So, irgendwie bewegt sich das so. Da geht's aber, der Edgar, der macht da so ein bisschen Ping-Pong. Heieieiei. Das ganze, die ganze Hammelherde hier, oder Hammelherde, oder wie auch immer. So, hier sieht es aber erstmal ordentlich aus. Die kommen hier alle gut durch. Die erste Kurve ist nicht so gefährlich hier. Also alle sauber durch den Start gekommen. Ich sehe auch nirgendwo einen irgendwo im Gras. Alle schön wie an der Schnur gezogen. Fantastischer Start hier. Die ersten zwei Kurven super gut. Und vorne Danny Volkert und Robin Frischkopf sind auf Position 1 und 2. Was ist mit dem Patrick Garbe? Der hat vier Plätze verloren, ist auf Platz 5 zurückgefallen. Dafür Andreas Braun hat einen gewonnen. Eieieiei. Na gut, dann werden wir mal sehen, was der Patrick hier jetzt abbrennen kann. Wir sind in seinem Auto. Ach Gott, hier sind ja auch noch die ganzen. Ja, so. So, hinter ihm ist bereits Stefan Hauenstein, der hat 4 Plätze gut gemacht, der ist von 10 gestartet. So, und ich weiß jetzt nicht so ganz genau, was mit dem Patrick los ist. Der lässt hier Luft. Hat sich jetzt wahrscheinlich irgendwie gedacht, der, sag mal, was mache ich denn hier eigentlich für Mist? Wieso lasse ich ihn? Der Hauenstein geht hier außen vorbei. Ja, hammerhart. Also der Patrick hat hier definitiv ein Problem. Der kommt hier nicht vom Fleck. Und wir gehen mal. Upsala. Irgendjemand war jetzt hier gerade im Dreck. Es scheint aber alles gut gegangen zu sein. Wir gehen mal auf die dritte Position zum Andreas Braun, der sich jetzt so ein bisschen gegen Edgar Ostermann erwehren muss. Upsala. Und da musste er heftiger bremsen. Und das ist aber gerade so gut gegangen. Der Dennis Erner konnte gerade noch reagieren. Schrecksekunde. Der Patrick ist vielleicht ein bisschen nervös jetzt hier. Angriff gegen. Der Juri Stark fällt gerade total zurück, also ist auf 23. Michael König ist vom letzten auf den 17. Platz vorgefahren. So,
Da vorne haben wir unter Druck den Danny Volkert, auf der 2 den Robin Frischkopf und auf der 3 den Edgar Ostermann. Also eigentlich so, ja, das Dreigestirn, was man halt gerne vorne sehen muss, möchte. Und natürlich jetzt Edgar Ostermann beide mit dem gleichen Auto unterwegs. Aber der geht hier vorbei am Robin, weil die beiden sind wirklich richtig, richtig gute Kontrahenten. Die mögen sich leiden, aber auf der Strecke sind sie knallhart. Und ja, ich weiß jetzt nicht genau, wie die Gewichtsverteilung bei den beiden ist. Aber ich befürchte mal, der Robin ist ein klein wenig schwerer. Sonst überholt man den nicht so lockerflockig außenrum. So, Andreas Braun auf der 4. Auf der 5 Patrick Garo. Kommt denn der Andreas Braun auf einmal wieder her? Den hat es doch da. Ja, schön, dass er wieder da ist. Dann war das wohl wieder hier unser tolles Timing, was hier wieder verrückt gespielt hat. So, und Stefan Hauenstein auf der 6. Gegen die beiden Heißsporne hier aus dem G-Cup haben sie momentan nicht so wirklich was auszurichten. Da sind wir eigentlich auch schon beim G-Cup. Also der G-Cup wird momentan angeführt, logischerweise von Andreas Braun auf Gesamtrang 4, vor Patrick Haber auf Gesamtrang 5. Und dann kommt der drittplatzierte G-Cup-Fahrer erst auf Gesamtplatz 13, nämlich das ist der Jens Erner. Genau. So, Micha König fährt dann auch mal die schnellste Rennrunde. Mit 205,526. So, jetzt gibt es hier ein bisschen Verwirrung, weil Patrick Garbe wird jetzt hier durchgereicht. Auf alle Fälle hat er seine Performance wieder gefunden. Jetzt gehen die hier zu dritt nebeneinander. Man möge sich das mal anschauen. Patrick Garbe ist wieder Fünfter im Dreikampf hier mit Dennis Erner und Stefan Auenstein. Und jetzt gibt es hier einen Ausflug. Wer ist das hier? Erner, aber kann sich das Auto noch retten. Bleibt auch auf der 7, auch wenn Fred Dohnke da jetzt ziemlich drückt. Aber Erner kann sich da, glaube ich, vorne behaupten. Ja, tut er. So, Hauenstein ist erstmal ein paar, 2-3 Meter weg. Ne, 2-3 Wagenlängen. Na, jetzt ist er auch schon wieder dran. Patrick Garbe. Ups, und da stand das Auto quer. Das könnte eine Chance sein für Hauenstein. Da fehlt ihm mit Speed und außerdem ist er auf der weiteren Linie. Und die lassen sich hier richtig gut Platz, die beiden. Also die drakonischen Strafen vom Nürburgring haben oder zeigen Wirkung. Also hammerhart. Jetzt ist natürlich wieder so eine Sache mit nach hinten gehen. Was? Hinten ist es alles genauso eng. Hier gibt es kaum Abstände, wo zwischen zwei Autos mehr als eine Null vorne an der ersten Stelle steht. Es sind alles 0, irgendwas Sekunden Abstand. Also unglaublich eng. Ihr seht das hier. Das ist alles eine Linie. Und wir sind jetzt schon 7 Minuten im Rennen. Beziehungsweise haben jetzt 3 Runden absolviert. Ist, wird es reichen? Er ist auf der Hauenstein, bremst sich aber innen wieder rein. Und er zieht hier volles Programm durch und ist vorne. Ja, hammerhart. Fred Dohnke auf der 6. Position. Für Andreas Braun kommt das natürlich alles ein bisschen gelegen, aber jetzt sind die drei eigentlich schon wieder dran. Und interessanterweise, Patrick Garbe konnte sich so ein bisschen absetzen von dem ganzen Knoll und ist jetzt auf Platz 4 doch ziemlich souverän, ist aber dran an den ersten dreien und die sind auch nur, also Robin Frischkopf ist eine halbe Sekunde hinter Edgar Ostermann, da vorne sehen wir den Führenden, also das ist, die sind mal alle so gerade innerhalb von 3 Sekunden vom ersten bis zum vierten.
Der Andy Braun hat sich jetzt so ein bisschen freifahren können. Wir sind jetzt bei Robin Dunkel. Bei Fred Dunkel. Ja, nee, nichts ist mit freifahren hier. Der muss Kampflinie jetzt gerade fahren. Und Stefan Hauenstein macht hier Druck. Das ist so eine Hammergruppe. Also Leute, das ist das Geilste, was ich hier... Also die schaffen es immer wieder, noch einen draufzusetzen. Fährt die schnellste Rennrunde mit 204,725. Aber hier sind wir jetzt im Mittelfeld bei Jan Baskenis, Jens Erner, Jan auf 12, Jan Baskenis auf 13, Holger Steinshaus, Michael König. Die sind hier alle irgendwo dabei und Micha König fährt da jetzt auch noch ran an diese Gruppe. Der hatte erstmal ein bisschen zu tun mit dem Laubach. Ich weiß nicht, ob es da eine Kollision gegeben hat. Stefan Boll, ja, Laubach ist schon ziemlich weit zurückgefallen, jetzt bis auf die 20. Lars Borkowski auf der 16. Oh, wer biegt denn da ab? Wer war das denn hier eben? Arne Bachem, Micha Tröscher. Welcher Troscher ist das hier, der hier durchgereicht wird? Eieiei, wie schade. Da kommt der Uli Windmüller. Und da ist auch der Jari Stark, der Günther Karrer, der Ralf Minwegen. So, Danny Volkert hat jetzt so den nötigen Vorsprung, um jetzt nicht permanent in den Rückspiegel gucken zu müssen. Edgar Ostermann auf der 2. Wenn wir mal so gucken, die fahren auch fast identische Zeiten, also das unterscheidet sich mal gerade um 2 Zehntel. Robin Frischkopf auf der 3, Platz 4 für Patrick Gabe. Ich denke mal, das ist soweit safe. Fred Dunkel ist vorgekommen auf die 5, Dennis Erner auf die 6, Stefan Hauenstein auf der 7, Andreas Braun ist zurückgefallen bis auf die 8 und hat hier jetzt den Patrick Flütisthaler. Wo kommt der denn auf einmal her? Das ist der dritte X-Ray-Fahrer, X-Ray Swiss. Und Jens Erner. Jens Erner Skicup hat sich auch, also war die ganze Zeit schon Dritter. Was macht der jetzt? Kommt der jetzt hier vorbei? Ja, der kommt auf die 9, geht vorbei an Patrick Flügelsthaler. Das ist wohl der Top-Speed-Überschuss des Ferrari. Mal da gesehen haben, dann kommt der Windschatten noch dazu und dann gehen da wahrscheinlich nur 10, da gehen vielleicht auch 15 km/h mehr. Aber kann natürlich gut sein, dass das jetzt hier wieder... Nee, es gibt keine Retourkutsche. Michael König ist durch, auf Platz 10, hat seinen Teamkollegen überholt. Und wenn er da weiterfährt, fährt er nachher auf der Pole ins Rennen. Aber ich befürchte mal, der wird nur noch ein oder zwei überholen. Edgar Ostermann ist jetzt eine Sekunde hinter dem führenden Danny Volkert. Und Robin Frischkopf 8 Sekunden hinter Edgar Ostermann. Dann kommt eine kleine Lücke von ungefähr 5 Sekunden. Dann kommt Fred Dunkel mit einer halben Sekunde Rückstand. Dennis Erner auf 6, Stefan Hauenstein auf 7, hat 2 Sekunden Rückstand auf Dennis Erner. Also die Gruppe hat so ein bisschen zersprengt. Und dann sind wir eigentlich schon bei den Truppenteilen hier, die wir jetzt hier im Bild haben. Und Micha König ist jetzt vorbei an Jens Erner, somit jetzt schon 9. Und das sah, soweit ich das sehen konnte, alles gut aus, was er da gemacht hat. Jetzt gibt's hier aber... Ey, wie geil. Parallelflug. Da
Maskenes und Flüblichstaler. Jo. Flüblichstaler ist vorne. Wer rutscht da zurück? Der Jens Erner. Jetzt muss er aufbauen. Holger Standschuss erreicht den dritten Platz des G-Cup. Jens ist vorbei an Jens Erner durch seinen Ausritt. Gehen wir zu Dennis Erner. Der fightet hier nämlich mit Fred Dohnke um den fünften Platz. Und hier vorne wird es nochmal auch sehr, sehr spannend. Nämlich der Patrick Garber hat seine Speed wieder gefunden und ist dran an Edgar Ostermann. Mit dem auf den Geraden schnelleren Auto. Also Danny Volkert dürfte es jetzt klar haben, der hat 2,5 Sekunden Vorsprung oder um die 2 Sekunden, sagen wir mal lieber, auf Robin Frischkopf. Wann ist der denn vorbeigekommen an Ostermann? Das habe ich ja wieder gar nicht mitbekommen. Wahrscheinlich hat man es dem Patrick da ein bisschen einfacher gemacht. Der Patrick in der letzten Runde gut, ja, 1/4 Sekunde schneller. So, und wir haben noch 5 Minuten Rennzeit. So, jetzt sollte er eigentlich da rankommen. Nee, reicht nicht. Der Windschatten hat nicht gereicht. Und er bremst hier ganz brav wieder runter. Also macht da gar kein großes Gewuhle. Oder riskiert da auch keine Brechstangenaktion oder sonst dergleichen Dinge. Alles gut. Sagt sich, meine Chance habe ich dann in der nächsten Runde. Ich muss jetzt nur dranbleiben und eine Gerade abwarten. Weil natürlich ist es viel einfacher auf einer Geraden mit mehr Topspeed zu überholen, als dann irgendwie mit einem handlicheren Auto in den Kurven vorbeizukommen. Gott, ich bin schon ganz nervös. Boah, Ostermann hier mit hammerharten Aktionen und das kostet ihn höchstwahrscheinlich jetzt einen Platz. Genau so ist es. Patrick Garbe kommt auf die 3. Das wird Edgar, glaube ich, nie lernen. Wenn Edgar eine Lücke sieht, dann der sie. Egal, ob sie da war oder nicht. So, er ist jetzt ganz dicht dran. Jetzt ist halt die Frage, kann er hier jetzt sein Handling von... Nee, kann er nicht. Er ist wieder im Grün. Ein bisschen. Ich glaube, jetzt hat er genau die Zehntel verloren, die ihm vielleicht jetzt auf den Geraden fehlt hätte, um richtig im Windschatten zu bleiben. Weil den Windschatten braucht er, um dann am Ende der Startziel oder am Ende einer langen Geraden, längeren Geraden, dann sich reinbremsen zu können mit seinem besseren Handling. Ansonsten fährt ihm der Ferrari auf der Geraden weg. Ja, hier ist er jetzt deutlich besser rausgekommen und er ist gut dran. Aber er wird, na, wird das was, wird das was, wird das was? Bin mir nicht sicher, ich glaube nicht, nein, das wird nichts. Und das ist das wahrscheinlich, was der Jens vorhin sagte, also der Ferrari hier im Topspeed nicht zu schlagen. Also wenn man so dicht dran ist wie der Edgar eben dran, dann hat man zumindest den gleichen Topspeed, man kommt aber halt nicht vorbei. Patrick Garbe immer noch die schnellste Rennrunde mit 2:04.725. Jo, und da wieder ein kleiner Fehler von Edgar und das könnte es jetzt gewesen sein. Naja, obwohl er hat jetzt erstmal noch ein paar Kurven, da kann er sich wieder ranfahren. So, Fred Dohnke verteidigt da massiv seinen fünften Platz und Dennis Erner hat wohl auch aufgegeben, aber wir gehen mal derweil zu St.
Stefan Hauenstein, der fightet hier nämlich noch gegen Dennis Erner. Beziehungsweise Dennis Erner fightet gegen Stefan Hauenstein, so wie das hier aussieht. Und dahinter ist auch schon der Micha König. Also das kann hier in der letzten Runde nochmal richtig heiß werden. Ich denke mal, es gibt noch eine Runde. Oh, hier, Quersteher von... Ja, was soll ich sagen? Der Holger Sanchez muss auch irgendeinen Mist gemacht haben. Der ist zurückgefallen. Dafür ist aber Arne Bachem jetzt auf der dritten Position des G-Cups. Also, dass Danny Volkert das Ding nach Hause fährt, das glaube ich wohl. Und der ist auch nochmal über Start und Ziel gefahren. Das heißt, es gibt jetzt noch eine Runde. Ich denke mal, das passt dem Patrick jetzt so gar nicht ins Konzept, dass er den Edgar jetzt noch eine Runde im Genick hat. So, jetzt gucken wir mal, wo es noch ein bisschen eng sein könnte. Es ist überall eng. Also jetzt gehen wir mal zum Stefan Bollmann. Weil hier ist auch noch mal eine hammerharte Dreiergruppe. Ja, und da geht er jetzt innen durch. Versucht es zumindest. Martin Schmidt. Ja, jetzt ist er durch. Bäumer gegen Jens Erner. Jens hier macht hier heute keine glückliche Figur auf der Strecke. Er war heute schon mal deutlich weiter vorne. Und Patrick Gabel ist vorbei an Robin Frischkopf. Ja, was ein Wahnsinn. So, wir gehen zum Führenden. Den haben wir nämlich heute noch gar nicht so wirklich gezeigt. War auch gar nicht nötig. Die Volkert hier versucht, ja, was heißt versucht, sehr erfolgreich versucht er das, dieses Rennen hier nach Hause zu fahren. Das sieht eigentlich auch ganz gut aus. Der Patrick holt zwar noch leicht auf, aber da ist keine Chance mehr in der halben Runde, die er jetzt noch zu fahren ist, hier zweieinhalb oder über zwei Sekunden rauszuholen. Das dürfte nicht mehr reichen. Dann gäbe es höchstens noch, ja, auch das wird wohl nichts mehr werden, das Holt. Hier wollte ich eigentlich hin. Nee, das reicht für alle drei nicht mehr, hier noch Positionsänderungen durchzu... Ja, herzlichen Glückwunsch an Danny Volkert. Platz 2 für Patrick Gabel, Platz 3 für Robin Frischkopf. Auf der 4 Edgar Ostermann. Auf der 5 kommt hier ins Ziel Fred Dunke. Auf der 6 Stefan Hauenstein. Dennis Erner, Micha König auf der 8. Auf der 9 Andreas Braun, ein bisschen enttäuschend für das Quali-Ergebnis. Platz 10 für Patrick Flügelsthaler, Arne Bachem, Menschenskinder, Junge. 11, 12 für Jan Baskenes, 13 Martin Schmidt, 14 Holger Stanchus. Upsala, warum muss das sein? Habe ich schon keine Lust mehr weiterzulesen. 15 Jens Erner, 16 Stefan Bäumer, 17 Lars Borkowski, 18 Jens Purkott, 19 Micha Tröscher, 20 Olaf Ness, 21 Jürgen Engelhardt, 22 Ulrich Windmöller, 23 Dominik Smoll, 24 Günther Karrer, 25 Jari Stark und Laubach auf der 26 und Platz 27 für Ralf Minwegen. So, das waren jetzt erstmal die Ergebnisse des ersten Laufs.
Genau. So, und jetzt hoffen wir mal, dass das hier ganz schnell neu startet, dass wir hier in das zweite Warm-up kommen und wir dann nochmal so eine hammerharte Action sehen. Also ist wirklich grandios, was die hier auf der Strecke abladen. Also hat sehr, sehr viel Spaß gemacht, die ersten 20 Minuten zu schauen. Wir sehen jetzt nochmal 40 Minuten mit Boxenstopp als Hauptrennen und der 10-Platzierte des ersten Rennens, das ist der Patrick Flüchtigsthaler, der geht von der Pole ins Rennen. So, das Ganze startet jetzt im Hintergrund neu. Ihr seht jetzt hier das Plakat. Wenn ihr hinter race-speed minus Association noch ein .de dahinter falsch schreibt. Community. Und ja, ich denke mal, da freut man sich immer über Neuzugänge. Aber wir haben hier eigentlich ein sehr, sehr gut besetztes Fahrerfeld, gewachsenes Fahrerfeld und macht sehr, sehr viel Spaß hier. Der Porsche, der GSMF Porsche GT3 Cup wird hier auch gefahren. Seit dieser Saison, also der Jens hat das von mir übernommen und ansonsten würde es ihn nicht mehr geben jetzt, den Cup, den Jens schon und genau. So, aus irgendwelchen Gründen geht das hier irrsch langsam. So. Wir schalten wieder auf die Strecke, bevor wir das wieder irgendwie vergessen. So, wollen wir mal hoffen, dass die Herrschaften jetzt hier dann auch weiterschalten. Im Moment tun sie das noch nicht. Hoppala. Ja, irgendwas ist da wohl im Argen, vermute ich mal, weil es verregt sich nichts. Ja, jetzt regt sich was. Das ist schön. Wird sich gleich nochmal was regen. Wunderbar. Wir sind im zweiten Warm-up. Und wir lassen nochmal so ein bisschen das erste Rennen, den ersten Lauf, Revue passieren. Also Danny Volkert gewinnt das Ding, hat am Start alles richtig gemacht, hat sich vorne rangesetzt, war dann ein bisschen unter Druck vom Robin Frischkopf, auch vom Edgar Ostermann zuerst, dann Robin Frischkopf, dann vorbei irgendwann an Edgar Ostermann und Patrick Garbe, der hat tatsächlich
was ganz Seltsames gemacht. Der ist am Anfang zurückgefallen, ich glaube, bis auf die sechste Position und ist dann wieder sukzessive nach vorne gekommen. Während Andreas Braun, der am Anfang sehr stark war, zum Ende hin abgebaut hat. Was genau da passiert ist, wissen wir natürlich noch nicht. Und der dann nur noch Neunter geworden ist. Und der Michael König, der als Letzter gestartet ist, aufgrund der Strafe vom Nürburgring, ist auf Platz 8 ins Ziel gekommen. Also das ist definitiv der Highest Climber in diesem Rennen. Also schon sehr, 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 sehr gut. Jens Burkhardt hat das wahrgemacht, was er angekündigt hat. Er ist nämlich im hinteren Mittelfeld ins Ziel gekommen, nämlich auf Platz 18. Ja, und unser Neueinsteiger, ich weiß es nicht, ob er auf dem Nürburgring schon dabei war, Olaf Ness, freut mich sehr, ihn hier wieder zu sehen. Der ist auf 20 gelandet. Und ja, fast Neueinsteiger oder wieder Heimkehrer Stefan Bäumer auf 16, Teamkollege vom Olaf Ness. Ja, das ist halt, jetzt warten wir halt nur noch auf den. Auf den Kai Sichotzki und dann haben wir hier eigentlich wieder alles so beisammen, was wir so beisammen haben wollen. Hallo Lutz. Einen wunderschönen guten Tag. Mensch, ich bin Grüezi. schwer begeistert. Grüezi, der Robin Frischkopf beehrt uns. Was gibt Ja, es? ich möchte dich gerne kurz instruieren, dass wir aufgrund vom ersten Rennen, von den Startcrashes und diesem Start, der sehr, sehr nah aufeinander erfolgt hat, der Jens beschlossen, dass wir das zweite Rennen unter Gelb starten werden. Also fliegend. Jein, also wir werden losfahren und ab der zweiten Kurve wird das Rennen freigegeben. Ah, Also okay. eigentlich fliegend, ja. Ja. Na dann, wunderbar. Ja, dann fahr doch den Start gleich fliegend. Nee. Gut, kein Problem. Ja, weiß ich Bescheid. Vielen Dank für die Info. Okay, dann bis später und Alles viel klar. Spaß. Okay, danke. Bye, bye. Ja. Ich habe gar keine so wirklichen Startcrashes mitbekommen. Also ich bin da jetzt etwas überrascht. Ja, gut. Also es muss wohl, irgendwas muss wohl gewesen sein, aber ich glaube, da haben wir schon Dramatischeres gesehen. Ja, also. Gut, also man startet dann, man wird in die auf den Startplatz gehievt. Das sind da so kleine Männchen, die laufen da in den USA immer rum. Die bedienen auch bei McDonald's und die gehen dann für einen kurzen Moment dahin und heben die ganzen Autos über die Barriere an der Boxengasse und stellen die da auf ihre Startplätze. Dann wird eine Formation Lap gefahren und ja, stehend gestartet, aber unter Gelb, sprich Überholverbot. Und ab der zweiten Kurve ist das Rennen dann eröffnet. So, dann haben wir jetzt auch nur noch eine Minute bis zum Ende des Warm-ups. Wollen wir mal gucken, dass wir hier vielleicht einen neuen Call aufmachen zu unserem Timing. Da mal neu einwählen. Weil hier steht nämlich noch das Rennergebnis bei mir. Genau. Dann werden wir uns gleich mit der neuen Startaufstellung beschäftigen. Kann schon mal so viel verraten, dass der Patrick Flügelsthaler vorne stehen wird und Andrea mit ihm zusammen Andreas Braun und in der zweiten Startreihe dann Micha König und Dennis Ernert. Dritte Startreihe für Stefan Hauenstein, Fred Dohnke. Vierte Startreihe für Edgar Ostermann und Robin Frischkopf. Der fünften Startreihe dann Patrick Garbe und der Laufsieger des ersten Laufs, Danny Folgert. Dann geht es ganz normal weiter mit Arne Bachem auf der 11, 12 Jan Baskenes, 13 Martin Schmidt, 14 Holger Stanchus,
15 Jens Erner, 16 Stefan Bollmer, Lars Borkowski auf der 17, Jens Purkott auf der 18, 19 Micha Tröscher, Olaf Ness auf der 20, 21 Jürgen Engelhardt, 22 Ulrich Windmöller, Dominik Smoll auf der 23, Günter Karrer 24, Jari Stark 25, 26 Laubach und Ralf Minwegen 27. Und um das nochmal zu verdeutlichen, den G-Cup für im ersten Lauf hat der Patrick logischerweise gewonnen, der Patrick Gabe auf Gesamtrang 2 vor dem Andreas Braun auf Gesamtrang 9 und dem Arne Bachem auf Gesamtrang 11. So. Perfektes Timing. Im Moment wurden wir umgeschaltet in die, ja. So, jetzt seht ihr hier die Rennsession, jetzt seht ihr hier die ganzen kleinen McDonald's-Männchen, die da jetzt hier, die stehen, die kriegt man auch immer mit zum Happy Meal, ne? Also das gibt's da auch immer, ja. Da sind die auch immer mit drin, genau. So. Hoppala, Mensch. So, da fahren sie. Das ist jetzt aber erst die Formation Lap, also jetzt geht es nicht nach der zweiten Kurve los. Wir fahren jetzt erst nochmal eine Runde rum zum Warmmachen und dann in die Startaufstellung. Und dann gibt es einen stehenden Start, der dann keiner ist. Ich kann die Entscheidung insofern nachvollziehen, wenn man sich jetzt die Frage stellt, warum hat man beim Restart des Servers nicht gleich gesagt, fliegender Start. Es ist bei den Fahrern hier, die sind in der Liga hier immer nur stehend gestartet. Und ich könnte mir vorstellen, dass das mehr Verwicklung geben würde, wenn man jetzt den Start komplett fliegend machen würde. Wenn man jetzt einfach sagt, ab der zweiten Kurve, also die sind ja alle mit einem Teamradio verbunden, und sagt so, jetzt ist Start, dann ist das immer noch die bessere Variante. Das verstehe ich jetzt nicht. Wer fährt denn da vorne mit rum? Was macht denn der Micha König so weit? Ach, der ist Dritter. Aber wieso lässt er den... Achso, ist ja... Ja gut. Normalerweise ist in der Formation der Überholverbot. Der Micha König fährt jetzt hier auf Position 2, wo er sachlich nicht hingehört. Ja, auch im Timing da nicht. Im Timing wird er mir auf 3 angezeigt. Was ist das denn für ein Unsinn? Also hier stimmt wieder irgendwas nicht. Ich hoffe mal, dass mit dem Rennstart das dann wieder vernünftig ist. So. Ja, jetzt ist alles richtig. So, wir können jetzt in aller Ruhe hier den ersten uns anschauen.
Ampeln sollten jetzt... Ah, jetzt. Jetzt gehen die Ampeln an. So, irgendwie keine. Doch, da sind sie. Aber das ist jetzt nicht... Oder es ist schon der Rennstart, aber kein richtiger. Da hat einer nochmal schön Reifenbahn gemacht. Patrick Füsisthaler hat da mal richtig schön Gas gegeben. Ja, normalerweise müsste man jetzt eigentlich auch ins Doppelfall gehen. So, das ist jetzt die erste Kurve. Man wäre hier gut beraten, möglichst dicht am Vordermann dran zu bleiben, wenn man schon kein... Ja, das ist natürlich jetzt schlecht, weil man kann jetzt hier nicht so... Jetzt ist das Rennen eröffnet. Jetzt kommen sie hier runter und jetzt werden wir das uns hier anschauen, was hier jetzt passiert. Ja, nichts passiert. Alle fahren hier ganz brav hintereinander her. Der Patrick Flüchtigsthaler gibt erstmal Gas. Der Micha König wartet mal noch ab, so wie es ausschaut. So, ist jetzt aber im Windschatten. Das ist clever. Oh, da muss er ausweichen. Jetzt bin ich ja fast, wäre fast abgeflogen jetzt hier, weil der Andreas Braun vielleicht ein bisschen früher gebremst hat als erwartet. So, es hat noch keine Verschiebung gegeben, wenn ich das hier richtig sehe. Die fahren, die hoffen es schon rennen. Also, wenn das jetzt hier so weitergeht. So, jetzt dürfte es einen Angriff geben, aber jetzt ist er viel zu weit weg. Deswegen gehen wir jetzt mal auf den Zweitplatzierten, der ist ein bisschen näher dran und kriegt zu spät den Schatten. Geht sogar vom Gas. Warum das denn? So, da kommen sie durchs Bild. Ja, und da passiert natürlich überhaupt nichts hier. Überholverbot, oder? So, da passiert wenigstens ein bisschen was. Zumindest ist mal einer abseits der Ideallinie gefahren. Großartig. Oh, da ist das Safety Car draußen. Ob das jetzt so geplant war, das möchte ich bezweifeln. Wie lustig. So, jetzt fahren wir erstmal drei Runden hinterm Safety Car her. Somit haben wir eine dritte Marke im Rennen, nämlich Mercedes. Ja, grandios. Und jetzt ist der Safety Car irgendwie auf 60 km/h eingestellt, vermutlich. Ja, irgendwie auf 80 oder so. Jetzt fahren wir hier, wenn wir Pech haben, 5 Runden mit 80 km/h. Der R-Faktor, wenn es wirklich von R-Faktor ausgelöst wurde, der Safety Car. Wahrscheinlich sind die am Anfang im Start, das kann man halt nicht machen, das fällt mir jetzt auch gerade ein. Wenn man da zu langsam fährt, dann geht R-Faktor von einem Unfall aus. Und wenn dann die Einstellungen für das Safety Car erlaubt sind, die kann man ja verbieten, dann fährt das Safety Car raus und da ist ein Zufallsgenerator. Und dieser Zufallsgenerator sagt 2 bis 5 Runden. Also all das ist möglich. Ist schön mal zu sehen. Führt das Feld natürlich jetzt wieder mal grandios zusammen. Gut, jetzt haben wir das 40 Minuten rein. So, und jetzt machen die den Server neu. Leute, das ist doch nicht euer Ernst. Oh.
Attention, grid, all non-essential personnel leave the grid now. So, dann versuchen wir es nochmal. Es geht weiter. Genau. Hier stellen sich die Fahrzeuge in die Startaufstellung. Geht's? Nur Formation Lab, ja, das war jetzt ein bisschen früh. Ich glaube, da haben gerade zwei Escape gedrückt. Ja. Günther Kara und Martin Schmidt. Und jetzt Burkhardt. Also das ganze Spiel nochmal. Ja, die müssen jetzt aus der Box starten, da ist jetzt Boxengasse rot. Attention grid, all non-essential personnel leave the grid now. So. Auf geht's, das Ganze nochmal. Startreihenfolge wird eingeblendet unten. Natürlich ohne Qualifying-Zeiten. So, und jetzt hoffen wir mal, 7 Sekunden sind noch. 5, 4, 3, 2, 1. Und das jetzt. Ach du meine Nase, das ist der Rennstall. Das ist ohne Formation App. Ja. Ja, es geht heute ein bisschen drunter und drüber hier. Aber auch solche Tage passieren. So, da kommt das ganze Feld vorbei. Wir wollen mal hoffen, dass es jetzt nicht wieder eine Full Course Yellow gibt. Doch, Yellow Flags. Full Course Yellow. Ja, Leute.
Das ist natürlich bitter. Drei Autos nach wie vor did not finish. Warum, weiß ich nicht. Achso, das kann gut sein, dass das hier mein Timing wieder rumspinnt. Vielleicht ist hier gar nicht Full Course Yellow. Vielleicht erzähle ich jetzt hier gerade dummes Zeug. Entschuldigung. Nein, es ist grün. Es ist alles grün. Alles ist gut. So, es hat sich aber an den Ganzen hier nichts geändert. Patrick Düsthaler führt vor Andreas Braun und Michael König. Von ja, einer halben bis dreiviertel Sekunde sind wirklich alle unterwegs. Unterhalb einer Sekunde im Abstand. So, und hier vorne gibt es jetzt den Angriff von Andreas Braun. Der versucht es außenrum. Das wird nicht funktionieren gegen Patrick Flügdisthaler. Und da kriegt er eine mit von Michael König. Oh, hoffentlich kann er das Auto abfangen. Keine wilden Bewegungen. Nee, das war jetzt eine ganz dumme Idee. Jo, das habe ich mir gedacht. Ey, und der verliert und hier steht er noch quer. Jetzt muss das ganze Feld passieren lassen. Ja, und da hat er Escape gedrückt. Kann ich verstehen. Das war aus meiner Sicht ein Rennunfall mit Michael König. Ob das jetzt... Ja, und da kommt der Nächste. Er war das hier. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Ja, es ist jetzt ein bisschen. Hier ist ein bisschen der Wurm drin im Moment. Sind jetzt alle irgendwie aus dem Rhythmus gekommen durch diese Restarterei. Der Jens hat es mit Sicherheit nur gut gemeint mit dieser. Wir beginnen das Rennen am Ende der zweiten Kurve. Ich habe es echt vergessen, weil wir haben solche Sachen ewig nicht mehr gemacht. Wir haben das tatsächlich in dem Vorbereitungsrennen zu irgendeinem Le Mans-Event gemacht. Und da hatten wir auch jedes Mal das Safety Car draußen, obwohl es mit, ach, was weiß ich, wie viele Sekunden, mit sehr hohem Wert in der Multiplayer drin stand. Das ist sehr unempfindlich reagiert, trotzdem Fuß raus. Flügdisthaler führt, Dennis Erner ist vorbei an Micha König.
So, meine Damen und Herren, ich weiß, ich komme leider nicht mehr, kann das Game nicht mehr steuern. Ich komme leider nicht mehr auf den PC. Geht immer mal so ganz kurz und dann ist es sofort wieder weg. Ich habe auch kein Timing. Ich hoffe, ihr könnt mich einigermaßen verstehen. Also der Teamspeak scheint noch zu gehen. Das muss ich jetzt erstmal Radio machen. Genau. Ja, machen wir jetzt erstmal Radio. Ja, Patrick Flügelsthaler führt vor Stefan Auenstein, Edgar Ostermann. Also da muss etliches passiert sein. Patrick Gabe ist zurückgefallen auf die Dehn, aber das ist jetzt gar nicht mal so das Drama, sondern eigentlich Andreas Braun ist raus. Das hat man ja noch mitbekommen durch den Stupser von Micha König. Micha König ist aber auch zurückgefallen bis auf den 6. Platz. Und vorne sind sie alle ganz eng beieinander, die ersten 4 innerhalb von 1,5 Sekunden. Wäre jetzt schön, wenn wir diese Bilder auch noch zeigen könnten. So sind hier 2 Clients connected. Aha. So, dann probieren wir es jetzt nochmal. Vielleicht haben wir jetzt noch eine Chance. Dann ist mal das Geruckel wieder weg. Und das zu. Was auch immer das jetzt war. Ja, ich habe wieder ein Bild. Ja, wie schön. So. Tut mir leid, also heute der zweite Lauf ist hier so ein bisschen von Pleiten, Pech und Pannen begleitet. So, Dennis Erner fällt zurück. Und Patrick Flügelsthaler führt noch immer. Wir gucken mal, was dem Dennis jetzt hier passiert ist. Da gab es einen Angriff mit Patrick Gabe außenrum. Das sieht noch alles gut aus. Ja, da ist der Patrick Gabe vorbei. Das war einfach nur ein ganz stinknormales Überholmanöver. Gehen wir wieder live. Also der Patrick muss sich jetzt wieder nach vorne arbeiten. Momentan haben wir da vorne den Patrick Flügelsthaler. Und das wäre ein Riesending, wenn der hier zumindest aufs Podest käme. So, Stefan Auenstein auf der 2, der macht hier Druck. Und Edgar Ostermann auf der 3. Also die alten Hasen haben sich jetzt hier so ein bisschen durchgesetzt. Der Einzige, der etwas ungewohnt ist in der Führungsgruppe, ist der Patrick Flügelsthaler, obwohl der in der letzten Saison auch mehrfach in die Top 5 gefahren ist. So, Robin Frischkopf auf der 4 und auf der 5 haben wir Danny Volkert. Wo ist denn... Ui, Micha König fällt jetzt gerade massiv zurück bis auf Platz 15 und ist did not finish. Jetzt wollen wir mal gucken, was da passiert ist. Ob wir das noch rauskriegen. Da ist er in der Wand. Und das war völlig aus eigener Kraft. Da verbremst er sich hier. Kommt raus. Fährt. Ja, und hier gibt es dann nochmal. Ja, und das war dann ja das Aus. Und da ist auch, ich sag mal, dann... Wenn man hier wirklich so gut vorne stand und um den Sieg fahren konnte, kann ich den Frust verstehen. Laubach ist raus und Andreas Braun ist raus. Also jetzt haben wir schon 3 Ausfälle zu so einem frühen Zeitpunkt. Wir sind gerade mal 10 Minuten gefahren. So, und Edgar macht hier Stress in Richtung... Patrick Flügelsthaler ist irgendwann jetzt nach, währenddessen wir das gezeigt haben, hier mit Holger, mit Micha König,
vorbeigekommen an Stefan Hauenstein. Und der ist jetzt unter Druck von Robin Frischkopf. Und das schauen wir uns mal hier aus dem Cockpit vom Robin an. Im Prinzip sehen wir hier auch gut alle vier. Das könnte jetzt was werden. Allerdings sind die Nissans natürlich hier auf der... Nee, das wird nichts. Da muss er wieder hinten ran. Sind aber vier Nissans in Front hier. Also der Topspeed, der höhere Topspeed der Ferraris macht sich hier nicht wirklich bemerkbar. Mal. Ja gut, Danny Folkert kommt da hinten. Als erster, als bestplatzierter Ferrari. Nee, gar nicht. Da ist sogar, das ist nochmal ein Nissan. Erst hier Arne Bachem. Arne Bachem fährt auf der 6 als bester Skicup-Fahrer vor Jens Erner und Patrick Garbe. Direkt hintereinander auf Platz 6, 7 und 8 der Gesamtwertung. Das ist ja mal richtig cool. Oh, und Holger Stanzusch ist auch raus. Wie Edgar Ostermann. Da gehen wir mal ganz schnell hin. Mal sehen, ob wir den erwischen. Nein. Der Olaf Ness auf der 8. Wie geil. Ah, Mann. Hä? Das ist nicht Patrick Garbe, das ist Edgar Ostermann. So. Und da gehen wir mal. Hat er sich... Das müssen wir uns hier mal... Nee, der kommt hier über das... Und schlägt hier voll brutal ein. Und kriegt hier richtig den Drive. Dreht sich hier mehrfach um die eigene Achse. Und kommt jetzt hier zum Stehen. Ja, und hier kommt er natürlich nicht raus. Weil die Abstände jetzt zwischen den Fahrzeugen sind so... Aber er fährt in die Box, macht seinen Boxenstopp, zieht ihn vor. Ist natürlich, ja, ein bisschen arg früh, ist noch nicht mal ganz Halbzeit, aber könnte funktionieren. Und da unten liegen die Nächsten im Dreck. Leute, was macht ihr denn hier? Robin Frischkopf führt mittlerweile vor Patrick von Wüsthaler. Arne Bachem fährt auf der 3. Position. Leute, das müsst ihr euch mal reintun. Ich glaube, das gab es noch nie. Ich glaube, der Junge ist jetzt völlig durch den Wind. Ich meine, es ist eine coole Sau, das muss man sagen, muss man ihm lassen. Also ich glaube, der hat da selbst jetzt noch mal gar nicht mal so extrem die Nervosität. Aber trotzdem, das wird ihm schon auch ein bisschen nahe gehen, das Ganze. Er fährt auf der 3. Position. Arne Bachem hier auf dieser Strecke nach diesem Chaosstart. Definitiv hat er hier auf alle Fälle alles richtig gemacht. Er ist von 11 gestartet, im ersten Rennen schon sehr gut unterwegs gewesen, auf den 11. Platz gefahren, den 10. nur knapp verpasst. Und sonst hätte er hier auf Pol gestanden. Ich glaube, das hat er schon mal. Ich glaube, Pol hatte er schon mal, im 10. Platz oder sowas im ersten Rennen. Aber hier aus eigener Kraft von Platz 11 auf 3 zu fahren, das hat er definitiv noch nie geschafft. Normalerweise ging es eher umgekehrt, von Platz 3 auf 11 oder so. Weiten Rennen.
wollen jetzt mal nicht schlecht machen, aber hat mit schlecht machen nichts zu tun. Er ist normalerweise, sag mal, die Nummer 2 im Team neben Jens Purkott. So, rein fahrerisch von den Ergebnissen her. Und ja, heute sieht das hier aber mal komplett anders aus. Müssen wir ihn wirklich auch mal mit einer etwas längeren Sendedauer hier beschenken. Und Stefan Hauenstein auf der 4, der kann es wahrscheinlich nicht glauben. Und dahinter haben wir den Sieger des ersten Laufs, der von 10 gestartet ist, der Lenny Volkert. Jens Erner auf der 6, auf der 7, Micha Tröscher. Micha Tröscher auf der 7 ist ja sowas von geil. So, Jens Purkott kommt dann wohl auch noch in die Punkte, so wie es aussieht. Was natürlich jetzt richtig geil ist, Olaf Ness auf der 9 und Stefan Bäumer auf der 10. Die beiden Roten hier von Troitz on Earth Dock Racing hier jetzt hintereinander in den Top 10. Also das ist doch mal eine coole Nummer. So, und Jürgen Engel hat auf der 11, also alles ist anders als sonst. Fred Dohnke, der ist auch anders unterwegs als sonst. Den haben wir ja im ersten Rennen ganz vorne gesehen. Der ist momentan nur 12. Jan Paskenis 13, 14 für Martin Schmidt. Ulrich Windmöller auf der 15, Lars Borkowski auf der 16, auf der 17 der Jari Stark und auf der 18, Dennis Erne. Alle anderen sind schon ausgefallen. Günter Kacher, Dominik Smoll, Edgar Ostermann, Patrick Gabe, Holger Slanschus, Micha König, Laubach und Andreas Braun. Und was ich jetzt gerade gesehen habe, ist, dass Jens Purkott sogar auf die 7 gefahren ist. Und das, wie es aussah, aus eigener Kraft, den Olaf Ness. Nee, ich glaube, da ist noch irgendjemand verlustig gegangen. Ich glaube, der Micha Tröscher ist da vorne irgendwie abhanden gekommen. Der war da irgendwo dazwischen. Denn Stefan Bäumer ist jetzt auf der 9. Also Olaf Ness und Stefan Bäumer sind da wohl auch vorbei. Aber die beiden Obleute, Andreas Braun und Patrick Gabe, sind beide raus. Die das Quali dominiert haben. Die zumindest Patrick Gabe im ersten Rennen super guten Job gemacht hat. Das ist natürlich sehr, sehr ärgerlich. Also Zweikämpfe haben wir jetzt wirklich doch. Da vorne haben wir eine. Arne Bachem. Ist, das gibt's ja gar nicht. Der ist dran an Patrick Füglisdaler. Das ist ja der Brüller. Also, dass in so einer Situation ausgerechnet der Arne hier die Situation rettet, nämlich das Ganze noch ein bisschen spannend macht, hätte ich ja im Leben nicht geglaubt. Der Hammerhart, mach mir jetzt bloß keine Fehler, mein lieber Arne. Hinten kommt erst Stefan Hauenstein. Und auch der hat wohl Spaß mit Danny Volkert. Aber wir bleiben jetzt hier erstmal am Arne dran. Ich glaube, der kann selber nicht so ganz verstehen, was hier jetzt gerade abgeht. Der Patrick versucht jetzt hier Kampflinie zu fahren. Es gelingt ihm in dieser Kurve auch. Das wird jetzt
gefährlich, weil der Arne ist scheinbar um Längen schneller als der Patrick. Lässt jetzt erstmal wieder ein bisschen Abstand, was bestimmt vernünftig ist, weil die Fehler macht hier Meister Pistaler von ganz allein. Jetzt kriegt er auch mal eine Lichthupe. Genau, entweder fahr eine vernünftige Linie oder fahr beiseite. Weil natürlich kommt der Zaunstein dadurch näher. Also das ist ja unglaublich, wie der Bacher hier fährt. Eine absolut akkurate Linie. Kommt hier aus jeder Kurve besser raus als Pistaler und könnte längst davon gefahren sein. Und hat dafür jetzt Stefan Auenstein, der macht aber anscheinend auch ein paar Fehlerchen. Upsala, unterstellt das Auto fern, kommt jetzt nicht ran. Au, wie bitter. Wie bitter ist das? Höchstwahrscheinlich wird er jetzt noch von... Nee, Auenstein geht, glaube ich, in die Box, oder? Ja. Er hat er beim Rausbeschleunigen hier auf das Bergaufstück kurz das Auto hinten quergestellt und dadurch die wichtigen Zehntel verloren, die ihm vielleicht die Möglichkeit eröffnet hätten, hier an Pistaler vorbeizugehen. So, Burkhardt ist auch in der Box. Er versucht es immer und immer wieder und das, was Flüchtlingszahler macht, ist auch nicht ganz okay. Also er hat jetzt hier beim letzten Versuch zweimal die Spur gewechselt. Ich weiß jetzt nicht, wie es genau, wie das Reglement hier, ob das da irgendwo geschrieben steht, wie sowas zu machen ist. Normalerweise ist es so, dass man, jetzt könnte es aber klappen. Ja, und er muss bremsen. Also Flüchtlingstaler hier total nervös, macht Fehler über Fehler, aber Achim kommt nicht vorbei. Nee, ansonsten haben wir jetzt hier witzigerweise keine Duelle. Alle mit Sekundenabständen hintereinander her. Das ist mit Abstand das Knappste. So, jetzt geht Flüchtlingstaler an die Box. Es ist jetzt schwierig. Bachem muss jetzt seinen Boxenstopp timen, dass er nicht so lange steht. Robin Frischkopf hat natürlich durch dieses Gefecht von den beiden, und das war auch so, naja, kann man nicht behaupten, dass das jetzt Teamstrategie war, dass der Flüchtlingstaler den Bachem aufhören soll. Ich denke mal, Robin Frischkopf kann sich von alleine gegen Arne Bachem wehren, aber so ein bisschen den Eindruck gewinnen konnte man schon, weil so wie der Patrick gefahren ist, boah, also weiß ich nicht, so viele Fehlerchen und Rutscherchen und weiß ich nicht was. Lars Pokowski ist auch in der Box. So, jetzt haben wir natürlich erstmal gar nichts hier an Zweikämpfen. Halten wir mal einfach durchs Feld. Hier haben wir den Danny Volkert momentan auf der 3. Anne Bachem ist jetzt aktuell Zweiter. Olaf Ness auf der 4. Auf der 5. Stefan Bäumer. Auf der 6 Jürgen Engelhardt. Das hätte ich mir nie träumen lassen, dass ich mal so ein Ranking vorlese.
Bret Dohnke auf der 7, auf der 8 Jan Baskenes, auf der 9 Patrick Flüchtigsthaler. Der ist wieder raus und ist auf der 9 rausgekommen. Und zwar noch deutlich vor Stefan Hauenstein und Jens Puckert. Bei Fighten hier Jens Erner auf der 12. Arne Bachem somit bester G-Cup-Fahrer vor Jens Erner hier. Da sind 11 Plätze dazwischen. Lars Borkowski ist der letzte verbliebene G-Cup-Fahrer, der noch aufs Podest fahren kann. Alle anderen G-Cup-Fahrer sind ausgefallen. Andreas Braun, Holger Sanchos, Patrick Garbe, Günter Karrer. Und ich glaube, der Ulrich Windmöller fehlt komplett. Der ist gar nicht mit angetreten. Doch, da ist er. Weiß ich gar nicht. Ich glaube, der ist auch noch G-Cup. Entschuldigung. Ja, genau. Entschuldigung, dann ist gar nicht der... Ja, Micha Troscher ist ja auch noch da. Sorry, die waren hier mir in der Spalte des Chibas verrutscht. Also, G-Cup, Arne Bachem jetzt führend. Nachdem Robin Frischkopf in die Box gegangen ist. Das müssen wir zeigen. Arne Bachem Platz 1 für das RSA Founder Team. Und der kann immer noch super gute Zeiten gehen. Ist momentan der schnellste Mann auf der Strecke. Trotzdem die anderen in der Box waren, fährt er eine 205-225 hier. Letzte Rennrunde hat ausgefallene Micha König mit 204-740. Oh nein, mach keine Fehler jetzt hier! Jungchen! So, und auch Danny Volkert war noch nicht an der Box und somit haben wir jetzt auf Platz 3 den Olaf Ness, der auch noch nicht an der Box war, und Stefan Bäumer. Ich hoffe, die fahren nicht zusammen an die Box. Könnte unter Umständen Probleme geben. Jürgen Engelhardt, 5. auf der 6, Robin Frischkopf, der jetzt auf Platz 6 wieder rausgekommen ist. Und zwar vor Patrick Flüchtigsthaler logischerweise, der ihm auch 8 Sekunden abgenommen hat. Und Stefan Hauenstein ist nochmal 1,5 Sekunden zurück. Hinter Patrick Flüchtigsthaler, da ist noch der Jan Baskenes. Und hier wird es dann mal wieder ein bisschen enger. Hier gibt es mal wieder ein bisschen Fight, nämlich mit Baskenes, Hauenstein und Purkott. Wobei ich glaube, dass Baskenes noch nicht in der Box war. Upsala, ja, das ist natürlich... blöd, das hat sich der Stefan selber zuzuschreiben. Da hat er den Jan hinten so einen Stups gegeben. So, und Arne Bachem ist in der Box. Und auch die Herren, der Olaf Ness kommt in die Box und Stefan Bäumer. Stefan Bäumer fährt für Dock Racing auf Position 1. Die ersten Führungskilometer hier für Stefan Bäumer und Jürgen Engelhardt auf Position 2, auch wenn er den Robin Frischkopf schon direkt im Getriebe hat. Oder besser gesagt im Diffusor. Aber das ist doch mal ein Brüller hier. Stefan Bäumer, der Dreherkönig aus dem GT3 Cup. Ja, freut mich gigantisch. Ich meine, es wird nicht lange halten. Wenn er in die Box kommt, wird er dann erstmal wieder durchgereicht. Aber schon geil, schon geil. So, Arne Bachem ist jetzt Boxenstopp bereinigt im Klassement her auf dem 2. Platz. Wenn ich das hier richtig sehe, ja klar. Den Stefan Hauenstein hat es ja gerade in die Steine gehauen. Ja. Und durch ein Skisbett aus eigener Kraft, also durch einen Fahrfehler, ist er dem Vordermann so ein bisschen ins Heck gefahren. Dadurch hat er die Gewalt über das Auto verloren. Ab ging's. So, und wir sind wieder bei Arne Bachem. Das ist einfach der Man of the Race hier. Man of the Race. Thank you.
unglaublich. Und Stefan Bäumer ist jetzt in der Box. Und Robin Frischkopf übernimmt in dem Moment die Führung vor Jürgen Engelhardt und Arne Bachem. So, und auf der 3 kommt der Patrick Flüglisthaler. Also Arne hat alles richtig gemacht mit seinem Boxenstopp. Hat den Flüglisthaler jetzt an der Box überholt. Ob es jetzt eine kürzere Standzeit war oder ob er aufgrund der guten Rundenzeiten in der Zeit, wo bis er in die Box gekommen ist, die Zeit rausgefahren hat, das ist jetzt schwer zu sagen, aber definitiv Bachem jetzt vorbei. Und bei Olaf Ness muss irgendwas passiert sein. Der ist nämlich schon wieder in der Box, oder ist er not finished? Nee, der ist schon wieder in der Box. Upsala. Und da dreht sich wer? Das ist der Patrick Flüglisthaler. So, dann ist der erstmal raus aus dem Podestrennen. Wir haben noch 9 Minuten und er verliert jetzt hier 4 Plätze. Selbst Jens Erner ist jetzt erstmal vorbei. Und dahinter kommt Stefan Hauenstein, der würde erstmal auch gut zu tun bekommen. Na, 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 Herr Flüglisthaler. Das ist aber nicht kein Schweizer Style hier. So, und Engelhardt war immer noch nicht in der Box. Wir haben noch 8 Minuten 40 Sekunden. 42, 41, 40. Das hat es so häufig auch nicht gegeben. So, G-Cup jetzt erstmal Jürgen Engelhardt vorne vor Arne Bachem und Jens Erner. Gesamtwertung Robin Frischkopf vor Jürgen Engelhardt und Arne Bachem. Das Podest. Da bin ich mal gespannt. Gut, auch wenn Bachem hier über eine Sekunde schneller fährt momentan als Engelhardt, was natürlich ganz klar daran liegt, dass die Jungs, dass der Arne jetzt deutlich bessere Reifen hat. Das Auto ist auch nicht mehr wesentlich schwerer für die verbleibenden Minuten, wenn er richtig getankt hat. Wir haben hier in dieser Rennserie schon sehr, sehr häufig gesehen, dass Top-Piloten, die wirklich auf den letzten Liter gerechnet haben, kurz vor dem Ziel stehen geblieben sind. So, ich denke mal, an dem Sieg von Robin Frischkopf wird nicht mehr viel zu ändern sein, wenn der Robin keine Fehler macht, und ich kann mich nicht an wesentliche Fehler von Robin erinnern. Aber hier geht es um den 2. Platz, wobei eigentlich ist er entschieden, weil der Jürgen Engelhardt muss noch in die Box. Oh, ich sehe gerade, der Patrick Garbe. Also der Holger Stanschus und der Patrick Garbe, die hatten hier Connection Lost, auch im Teamspeak. Das bedeutet, die sind nicht aufgrund irgendwelcher Vorkommnisse im Rennen ausgefallen, sondern die hatten da tatsächlich einen Disconnect. Das ist natürlich umso bitterer. So, Engelhardt jetzt in der Box und damit ist das Ding jetzt gegessen. Bachem hat 6 Sekunden Vorsprung vor Jens Purkott, der jetzt hier auf der 3 fährt. Das hätte er sich wahrscheinlich auch in seinen kühnsten Träumen nicht ausrechnen können, nicht ausgerechnet. Und Danny Volkert auf der 4. Und wir haben noch 5 Minuten zu fahren. Jetzt gucken wir mal auf die Rundenzeiten. Ja, die sind so
ziemlich identisch zwischen Volkert und, ja, die sind sogar fast gleich. So, und Stefan Hauenstein ist zwar wieder zurück auf der 6, aber hinter Jens Erner, der auf 5 fährt, auch nochmal, nee, Moment, der müsste da mehr oder weniger dran sein, genau. Das ist hier nochmal eine schöne Dreiergruppe. Stefan Hauenstein, davor Jens Erner und dahinter Patrick Flüglisthaler. Weitere Linie, kann jetzt aber einen Ticken eher beschleunigen. Aber es nützt nichts. Boah, geht hier volles Risiko. Ja, verliert allerdings Zeit, musste wahrscheinlich einen Ticken vom Gas geben. Naja, da kommt natürlich Flüglisthaler angeflügelt, also angeflogen. So, jetzt hier Fehler. Fehler von Hauenstein. Quatsch, von Erner. So, jetzt ist er richtig drin im Windschatten. Aber das ist jetzt wieder diese Geschichte mit dem Top Speed. Er versucht es trotzdem. Bremst hier später, geht ganz innen rein. Und Erner bleibt auch außen, aber bleibt vorne. Arne Bachem fährt eine halbe Sekunde pro Runde schneller als der ihn verfolgende und auch noch Teamkollege Jens Fugott. Aber Danny Volkert war noch mal eine Zehntel schneller als Arne Bachem gegenüber Jens Fugott. Das könnte noch mal spannend werden. Allerdings hat er immer noch 1,8 Sekunden Rückstand. Das heißt, wenn Jens in etwa die Zeiten weitergehen kann, dann, und der Danny sieht jetzt nicht wahnsinnig noch steigert, also jetzt noch mittlere 2,4er Zeiten fährt, was ich ja nun nicht glaube, im Rennen eine 2,04 zu fahren, ist schon irre gut, dann wird sich das bewahrheiten, was Jens gesagt hat, wie auch immer, wir hören uns heute bestimmt nochmal. Das ist ein im Rahmen der Siegerehrung passieren könnte, hat er sich wahrscheinlich nicht gedacht. Aber noch sind wir auch nicht zu Ende. Noch haben wir 2 Minuten. Und hier ist es irre spannend. Robin Frischkopf führt vor Arne Bachem. Vor Arne Bachem, Leute. Das müsst ihr euch reintun. Da ist er, der Robin. Er fährt jetzt über Start und Ziel und das ist auch die letzte Runde. Also er wird hier definitiv erst bei 1,57, 58 über die Start-Ziellinie gefahren. Damit wird er es nicht schaffen, noch eine Runde draufzupacken. Da haben wir den Zweitplatzierten, Arne Bachem und Jens Burkhardt auf der 3. Und die drei sind ziemlich safe. Weil der Danny Volkert hat noch immer noch 1,7 Sekunden Rückstand. Ihr seht hier den Abstand. Und das ist in dieser einen Runde. Wenn der Jens keine Fehler mehr macht, ist es einfach nicht aufzuholen. Und selbst wenn, den Jens noch dann zu überholen, das halte ich für ausgeschlossen, dass das funktioniert. Aber Stefan Hauenstein, der kann noch, wenn er will, nämlich gegen Jens Erner. Und auch der Patrick Flüglisthaler da hinten. Was mit Olaf Ness gewesen ist, will ich gar nicht wissen. Ich weiß, dass mit denen immer was ist, mit den Jungs. Entweder der Stefan oder der Olaf. Irgendeiner von den beiden schießt immer irgendeinen Bock Mist. So, hier etwas ein Wackler von Stefan Hauenstein, hat aber jetzt nicht wirklich Zeit gekostet. Und er geht hier wirklich letzte Rille und jetzt übertreibt das. Jetzt übertreibt das. Jetzt muss er vom Gas gehen und ich denke mal, das war's. Jetzt kann es höchst passieren, dass möglichst angreift. Und jetzt bleibt mein Bild wieder stehen. Leute, macht mich nicht rein. Ja, läuft schon wieder. Gut, ich muss aber zum Robin hin.
Er hat zwar noch ein paar Meter, aber er ist nun mal der Führende und steht kurz vor dem hier in diesem zweiten Lauf auf Road America in Elkhart Lake. So, auf geht's, hinauf zur Start und Ziel. Und wir sagen herzlichen Glückwunsch an Robin Frischkopf. Platz 2 und das ist der Brüller Arne Bachem. Und der freut sich noch nicht mal so wirklich. Er ist auch noch keep cool hier. Platz 3 für Jens Burkert. Der freut sich natürlich ganz gewaltig. Vierter Danny Volkert. Platz 5 für Jens Erner. Zweitbester Skikapfer. Stefan Hauenstein. Auf der 6, auf der 7, Patrick Flüchtisthaler. Auf der 8 kommt jetzt Stefan Bäumer. Herzlichen Glückwunsch. Super geil. So, auf der 9 Dennis Erner vor Jürgen Engelhardt. Auf der 10. Dennis Erner 9. Jürgen Engelhardt 10. Auf der 11 Fred Drunke. Auf der 12 Martin Schmidt. Auf der 13 Jan Paskenes. Auf der 14 Olaf Ness, unser Glückspilz. Micha Tröscher auf der 15. Auf der 16 kommt hier den Berg hoch. Ulrich Windmöller. Auf der 17 Lars Bokowski. Ist er das überhaupt? Ja, das ist er. Und unser letzter hier. Leider, leider. Jari Stark hat ja zumindest die Zielflagge gesehen. Das ist 9 anderen nicht gelungen. Sehr, sehr hohe Ausfallquote hier heute in diesem zweiten Lauf auf Road America, aber letztendlich trotzdem ein Lauf mit vielen Überraschungen. Sicherlich dies ein oder andere Vorkommnis, was man auf das man hätte gerne verzichtet, aber das ist nun mal Racing und ja, das passiert. Das passiert einfach. Aufsieger des G-Cups und des der Hauptwertung aus beiden Läufen. Und ich werde mal so jetzt versuchen. Hier. So, jetzt sehen wir noch den Sieger des zweiten Laufes, den Robin Frischkopf mit seiner ganzen Armada hier in die Boxengasse einfliegen. Wir schalten mal um auf unser Plakat. Und ja, dann können wir das nämlich erstmal minimieren, genau, und haben hier etwas mehr Platz und Luft. So, und da hätten wir gerne, wen hätten wir denn da alles gerne? Genau, den Danny Volkert, den Patrick Gabe, den Robin Frischkopf und den Andreas Braun und den Holger, den Arne Bachem, genau, vom ersten Lauf. Im zweiten Lauf ist das eigentlich Robin Frischkopf, Arne Bachem und Jens Purkott. Und den Jens Erner hätten wir gerne. Und ja, und den Jürgen Engelhardt. Ja, Mensch. Lang, lang ist's her. Leider ja, ist der eine andere schon nicht mehr da. Schade, Jürgen zum Beispiel. Ah, okay. Ja, ja, gut. Ich glaube, der hätte jetzt damit eigentlich gar nicht gerechnet, oder? Dass er. gut. Kommen wir zum ersten Lauf, der ja natürlich von der Action her sensationell geil war. Ich weiß gar nicht, was da am Start passiert sein soll, gesehen. Aber, und ich habe den Start eigentlich so aus der Totalen mir angeschaut. Naja, gut, irgendwas muss ja passiert sein, sonst hätte die Rennleitung für den zweiten Lauf da keine Maßnahmen ergriffen.
Kommen wir zum Robin. Robin, ich habe es nicht geschafft, weil so viel hier los war, im Forum zu schauen, wie viel Gewicht du hattest. Ich vermute, ein bisschen was hast du wieder drauf gehabt. Erstmal Glückwunsch hier zu diesem dritten Platz. Und ja, das war ja, du hast ja wieder mal mit Edgar schönes Spektakel abgebrannt. Also ihr beiden, ich denke mal, besser geht's eigentlich nicht. Ein Ösi, ein Schweizer und ja, einer sollte eigentlich langsamer sein als der andere, aber es ist genau das Gegenteil ist der Fall. Erzähl mal. Ja, danke Lutz. Also 50 Kilo waren es. Habe ich vor allem beim Quali-Speed gemerkt, beim Rennspeed konnte ich es mit Setup ein bisschen kompensieren. Ja, der Fight mit Edgar war cool, er war hart, aber meines Erachtens fair, er hätte vielleicht abgeschoben. Also jetzt nach dem Nürburgring wollte ich das natürlich schon nie vermeiden, die Berührung, aber wir haben beim Testrennen, der Jens und ich und der Harry und ich, wir haben uns da dutzendmal überholt, ohne uns zu berühren und so habe ich es halt mit Edgar auch probiert. Ja. Aber ich denke, ich war, aus meiner Sicht war das fair. Vielleicht hat es aus deiner Sicht hoffentlich auch so ausgesehen. Ja. Das, also ich habe, gut, wir kennen Edgar und von daher wissen wir, dass er etwas härter zur Sache geht, aber unfair würde ich das auf gar keinen Fall bezeichnen. Genau. Naja, aber auf alle Fälle jetzt für den ersten Lauf, war das jetzt so in deiner Erwartung das Ergebnis? Nein, also ich war schon mit dem Quali-Platz 3 sehr überrascht und sehr froh und dann hatte ich einen super Start, konnte sogar in die Führung gehen, aber dann ist mein Setup hat so ein bisschen gerutscht am Anfang und ich bin nicht in die Gänge gekommen und so habe ich 2 Plätze verloren. Und dann kam noch der Ferrari von Patrick. Und da habe ich mich sehr erschrocken, weil ich habe nicht gesehen, will jetzt rechts vorbei, links vorbei, da wäre ich fast abgeflogen und da hatte ich sehr Glück. Also ich war sehr happy mit diesem Resultat im ersten Rennen. Ja, wir hören uns ja gleich nochmal. Ich bin ein bisschen unsicher, wie ich das Ganze jetzt hier verknießen will, so mit Rennen 1 und 2, aber dann nehmen wir das jetzt einfach so der Reihe nach durch, dann hören wir die Leute notfalls zweimal. Ich muss sagen, Patrick, herzlichen Glückwunsch zum zweiten Platz und Sieg im G-Cup im ersten Lauf. Ich bin etwas... Hüstel, der ist auch nicht da. Der ist nicht da? Nein, der soll sich was schämen. Der Winton ist nicht da. Ja, das ist natürlich... Ich glaube, den G-Cup können wir komplett außen vor lassen, außer dem Jens Erner, weil also Jens und Arne sind die einzigen, die hier sind. Okay. Das ist jetzt schon doof, aber Danny ist doch hoffentlich da, oder? Der ist doch eigentlich immer da. Guten Abend, Lutz, ich bin hier. Guten Abend, ja. Wenn's Knacker gibt, ist auch Danny nicht weit. So sieht's aus, ja. Ja, genau. Danny, was soll ich sagen? Herzlichen Glückwunsch, was anderes bleibt erstmal nicht. Das war ein guter Start und dann ging's eigentlich... Ja, so wirklich die Führung hast du nicht abgegeben. Es war zwar am Anfang ein bisschen hart mit Edgar oder hat es ein bisschen zu tun, aber dann irgendwann lief es ja locker flockig vom Hocker, oder? Oh, ich würde mal behaupten, ich habe einfach davon profitiert, dass der Robin und der Edgar sich so behagt haben da hinten. Ich weiß nicht, wie es ausgegangen wäre, hätte Robin freie Fahrt gehabt. Ich glaube, das wäre nochmal übel geworden für mich. Aber so bin ich ganz happy, es war ganz gut. Ich möchte trotzdem an dieser Stelle eine Entschuldigung an den Patrick Flüglichsthaler loswerden. Ich habe gewartet, Patrick, es tut mir leid, aber der Jens ist durchgeschlüpft, der hat jetzt meine Position geerbt im Hauptrennen. Aber gut, das ist jetzt so. Es tut mir leid, nur damit du es weißt. Gut, das hat er dann schon mal losgeworden, das habe ich gar nicht gesehen. Aber ich glaube, der Patrick hat auch noch genügend eigenen Bockmist gebaut, von daher, ein Unfall oder ja so ein Abflug ist natürlich dann immer besonders ärgerlich. Keine Frage, schön, dass du dich entschuldigt hast. Ja, das ist dann schon mal die Hauptwertung und dann ist der Andi hier. Der Andi ist auch nicht da, ne? Leider nein. Ach Mano, ja. Aber Arne ist doch da, oder? Arne auf jeden Fall. Der muss ja Mann, sein. Arne, der, ja, echt mal. Also dich, nee, warte mal, dich lassen wir jetzt mal hier noch raus, weil du kriegst ein Special-Interview hier heute. Das ist ja gar nicht zu machen, jetzt hier einfach so mittendrin hier so als Dritter im G-Cup im ersten Lauf. Das ist ja völlig nebensächlich. Nee, du kommst etwas später. Komm mal zum zweiten Lauf.
Ebenfalls erstmal zur Hauptwertung. Ja, Jens, so irgendwie hören wir uns heute nochmal, waren deine letzten Worte, als du nach der Vorstellungsrunde meinen Channel verlassen hast oder meine Kabine verlassen hast. Jetzt nach Platz 18, lass mich gucken, ja, Platz 18 im ersten Lauf, da brauchen wir, glaube ich, gar nicht drüber reden, wollen wir auch gar nicht. Jetzt durch das Kuddelmuddel im zweiten Lauf dann irgendwie nach vorne gekommen, irgendwie auf 8 und 7 und dann ging es eigentlich nur in gute Strategie oder und dann ging auch 2,5er Zeiten im Rennen. Was war los? Deshalb lass mich kurz ausholen zum Qualifying und zum ersten Rennen. Ich habe Danny, ich habe mich gecoacht. Ich bin nicht dran gekommen. Mir fehlten 2 Sekunden auf dem Danny, das gibt's nicht. Und dann haben wir festgestellt, dass mein Pedal wohl nicht hundertprozentig arbeitet. Haben es dann auch gesehen. Ich habe es im DM-Streak nachjustiert. Ich habe es auch im Spiel neu zugewiesen, aber es scheint keine Auswirkung gehabt zu haben. Mir fehlte einfach der Topspeed. Ich habe dann zwischen den Rennen den Rechner neu gestartet und siehe da, dann gingen auf einmal 205er Zeiten. Ich konnte bis zum Boxenstopp, ich war ja zwischendurch 22. und hatte 14 Sekunden Rückstand und bin dann rangekommen sogar an die Führenden, ob es auf 13 Sekunden, also konnte die Topseiten fahren, habe eine gute Strategie gehabt anscheinend, habe 30 Liter nachgetankt. Zur Mitte des Rennens hatte also durchgehend dann vielleicht die besseren Reifen und konnte da wirklich Druck machen, dass der Danny dann den Patrick berührt und dann wartet und ich vorbeistüpfe. Ich habe dann schon mit einer Attacke gerechnet vom Danny, aber den konnte ich dann irgendwie auch abwehren. Da bin ich dann nochmal meine schnellste Runde gefahren. Also kannst den Arne gleich fragen. Ich habe, glaube ich, unseren Team-Channel hier zusammengebrüllt, weil das erste Rennen war definitiv, okay, jetzt aus technischen Dingen ein bisschen begleitet, aber es war einfach das schlechteste Rennen meiner RSA-Geschichte. Und dafür ist das zweite Rennen hier definitiv eins meiner Top-5-Rennen der RSA-Geschichte. Also, so geil, das ganze Feld nach vorne zu fahren und dann jetzt hier auf dem Podium zu stehen. Also ich habe eine Gänsehaut von Kopf bis Fuß. Ja, ist doch schön. Das ist doch mal schön zu hören. Ja, wie gesagt, also das war doch zum Ende hin dann doch etwas überraschend, weil ich hatte dich nicht wirklich auf dem Zettel und habe dann irgendwie gesehen, okay, du bist 8., 7., irgend sowas. Battles dich da mit Stefan Bäumer, mit Olaf Ness und wer da auch noch sonst so rumgefahren ist. Stefan Bäumer, ich weiß nicht, ob er hier ist, also der kriegt auch noch ein Special Glückwunsch für seinen 8. Platz hier. Aber ja, Olaf kriegt dann wieder irgendwie so eine goldene Ananas für einen missglückten Boxenstopp. Ich weiß nicht, der musste zweimal in die Box, ich vermute mal, wegen Pit-Speeding. Egal. Nichtsdestotrotz, am Schluss war es der 3. Platz und naja, ich sag mal, wenn einer auf dem 3. Platz fährt, hat er dann sich auch verdient und das ist doch aller Ehren wert. Ja, Jens, komm mal. Gott, wie machen wir denn das? Ja, doch, müssen wir jetzt irgendeine Reihenfolge muss ja irgendwie durchgehen. Arne, machen wir jetzt erstmal nur Hauptwertung. 3. Platz im ersten Lauf, 2. Platz im zweiten Lauf. Wenn es einen 3. gegeben hätte, hättest du wahrscheinlich gewonnen. Du hast eine sensationelle Speed hier heute gehabt. Du bist sehr, sehr spät in die Box gekommen, bist in den Zeiten, wo Flüglichsthaler dann schon drin war, hinter dem du ja rundenlang hinterhergurken musstest und dann immer Angst haben musstest, dass Stefan Hauenstein dir von hinten auch noch eine rüberhaut, im wahrsten Sinne des Wortes. Der, weiß ich nicht, was mit dem Patrick los war, zu früh gebremst und Kampflinie und wieder zurückgezogen, Spuren gewechselt und hin und her. Und irgendwie hast du das alles im Griff gehabt. Bist du selbst gefahren oder kennst du jetzt jemanden, der gut fahren kann? Also sorry, wenn ich das so fragen kann. Das war nett, dankeschön. Aber das war der Hammer, ehrlich. Ich habe mich so gefreut, wenn du den Stream dann anguckst. Ich habe dich ganz, ganz lange gezeigt. Erzähl mal. Ja. Hast du schon gut zusammengefasst. Das waren genauso meine Probleme am Anfang. Gut, ich bin gut durchgekommen, auch wieder durch das Chaos am Anfang. Und ich weiß auch nicht, irgendwie ging es im Rennen sehr schnell für mich. Und ja, war einfach alles toll. Ich hatte kurz vor meinem Boxenstopp dann noch meine typischen Einbrüche. Deswegen kam der Danny nochmal kurz ran. Weil immer dieses von wegen Rechnen und Fahren, das ist nichts für mich. Und alles super. Ja. Nee, also großartig. Also das war, ich weiß es nicht genau, ich glaube, du warst schon mal auf irgendeiner Pole im zweiten Lauf, wenn ich mich recht entsinne, aber aufs Podest hast du es, glaube ich, noch nie geschafft, oder? Nee, das ist schon sehr lange her. Ist schon, also es war definitiv, wenn, dann vor meiner Zeit. Und richtig. Ja, also wirklich hammerhart, richtig geil. Was dem Jens Purkott
noch den Nummer 1 Fahrer im Team mindestens eine halbe Sekunde pro Runde abgenommen. Es war hammergeil. Es war hammergeil, ja, zu sehen. Ich muss sagen, dieser Abstand, den ich da reinfahren konnte, war für mich Bestätigung, dass der Robin vorne nicht nur langsam gefahren ist zum Schluss. Weil er hat ja auch wieder, ich hab auf den Robin auch hinterher noch ein bisschen Zeit gut machen können. Ja. Aber da habe ich mir gedacht, na gut, der hat schon wieder Halbgas nur. Ja. Aber nachdem ich gesehen habe, dass der Jens auch weiter zurückfuhr, ja, ich war schon ganz... Ja, nee, das ist schon richtig. Nee, der Robin ist, glaube ich, nicht, dass der wirklich... Der ist vielleicht nicht mehr 105% gefahren, wird er sicherlich gleich jetzt nochmal erzählen können. Aber mit Sicherheit hat er nicht wesentlich langsamer gemacht oder jetzt irgendwie... Weil der hat ja mit Sicherheit auch gemerkt, dass du schnell unterwegs bist. Und also saubere Sache, wirklich... Sehr, sehr geil, also hat mir extrem gut gefallen. Also von daher meine allerherzlichsten Glückwünsche jetzt für dich. Danke, danke. Das ist wirklich großartig. Gut, kommen wir jetzt gleich noch die Glückwünsche für den dritten Platz im Skicup im ersten Lauf. Die gibt es jetzt so gratis mit dazu, aber die sind ja so fast, man ja eigentlich schon gar nicht, wenn man die sichtbar machen könnte. Also das ist ja nichts gegenüber dem Erfolg im zweiten Lauf. Das ist wohl wahr. Ja. Okay. Ja, Robin, Glückwunsch nochmal zum Sieg diesmal im zweiten Lauf. Das war am Anfang eine ziemlich heavy Kiste wieder mal mit Edgar. Und und dann ging es irgendwie nach Edgars Abflug. War es dann eigentlich easy, oder? Also easy war es nie. Also erstmal danke für die Glückwünsche. Ich kann es gar nicht glauben, dass ich es wieder geschafft habe, das Hauptrennen zu gewinnen. Das macht mir wirklich sehr viel Spaß. Der Anfang war sehr spannend mit meinem Teamkollegen Rösti auf der Pole. Und er konnte sich da sehr, sehr lange halten und ich konnte immer näher dran und dann konnte ich von Zweikämpfen profitieren, konnte da, wo zwei gekämpft haben, reinstechen, ohne Berührung vorbei und plötzlich war ich wieder vorne und ja. Dann habe ich eigentlich nur noch geschaut, wo ist der Rösti, was macht der, reicht der Sprit, ich habe überhaupt nicht mehr auf die Rundenzeiten geschaut. Mhm. Und die blieben so trotzdem eigentlich noch gut, also dann war schade, dass der Rösti da irgendwas hatte, aber da kann ich nichts dazu sagen, das habe ich nicht gesehen. Der hatte eigentlich erstmal gar nichts, sondern Arne war halt deutlich schneller und das sah schon, also ich habe dann auch mal so gesagt, dass das natürlich Unsinn ist, aber die Vermutung etwas geäußert, dass es da vielleicht so eine Art Team-Order gibt, dass es so ein bisschen aufzuhalten hat, sowas in der Art, so sah es tatsächlich aus, weil der ist wirklich unmöglich gefahren. Und an der Box hat das dann versemmelt. Also ja. Also da ist irgendwas gewesen. Oder es waren tatsächlich die sehr schnellen Rundenzeiten von Arne, von dem Zeitpunkt an, wo der Patrick in die Box gegangen ist. Also der ist dann auch niedrige 2,5er Zeiten gefahren, der Arne. Und das könnte es auch gewesen sein. Wie auch immer. Wir mussten eben, also ich habe die Weisung gegeben, dass wir noch 6 Liter mehr tanken, weil ich mir nicht sicher war, ob es reicht. Und dann sind wir rund 2 Sekunden länger gestanden in der Box. Okay, ja. Ja gut, kommen wir mal noch zu den G-Cup-Fahrern. Schade, dass der Patrick und der Andi nicht da sind. Das hätte mich schon mal sehr interessiert, was da passiert ist. Also um es kurz zusammenzufassen, im ersten Lauf, der Patrick ist am Anfang relativ weit, ich glaube bis 7 oder 8 zurückgefallen, aber nicht wegen irgendwelcher Vorkommnisse, sondern er ist einfach überholt worden. Und das sah so aus, als ob sein Setup überhaupt nicht ging und sich erst im Laufe des Rennens irgendwie erholt hat und dann war er nicht mehr zu halten. Und beim Andi war es genau umgekehrt. Der ist am Anfang gut unterwegs gewesen und dann auf einmal ging nichts mehr. Und das hätte mich jetzt schon mal interessiert, was da Ursache war oder auf was das zurückzuführen ist. Aber gut, wenn sie nicht da sind, werden wir jetzt erstmal keine Antworten bekommen. Der Arne, den haben wir ja nur schon gratuliert zum dritten Platz im ersten Lauf und natürlich zum ersten Platz im zweiten Lauf. Und dann freue ich mich natürlich sehr, den Jens Erner zu gratulieren zu dürfen zum zweiten Platz
und Gesamtplatz 5 im zweiten Lauf. Jens, bist du da? Ich bin da, ja. Ja, da hätte ich mir gar nicht anders vorstellen können. Mensch, ja, Jens, das war ja, der zweite Lauf war ja wirklich geprägt von einigen hin und her. Und ich glaube, du hast auch so ziemlich alle Positionen durchgehabt, ne? Du bist ja von relativ weit hinten gekommen. Von 15 gestartet, glaube ich, war ich, ja. Rennen hat Spaß gemacht. Ich habe einfach versucht, ohne Probleme durchzufahren, hatte schöne Zweikämpfe. Der Dennis war dabei, der Patrick war zwischendurch dabei, die waren dann irgendwann mal verschwunden. Und zum Schluss noch mit dem Stefan und mit dem Rösti noch. Ja, und ich glaube, Platz 5 ist, glaube ich, das beste Ergebnis, was ich bis jetzt gefahren habe. Das ist tatsächlich so. Ich meinte, ich hätte dich schon mal irgendwo weiter vorne gehabt, aber deswegen war ich jetzt nicht so erstaunt. Mich hat es einfach gefreut, dass du den Stefan hast hinter dir halten können. Der Stefan hat leider dann auch nochmal ein Fehlerchen produziert und da jemanden hinten angestupst, hat sich dann selbst rausgedreht. Und ist auch ja, ne, sehr. Hätte auch, glaube ich, keine zwei Runden länger mehr dauern dürfen oder so, dann wäre er vorbei gewesen. Ja, es ist immer, ich glaube, der ist ein bisschen mehr als 100% gefahren. Also der hat arg gepusht. Also die Fehlerwahrscheinlichkeit war, glaube ich, relativ hoch. Und naja, das ist halt, ja. Wenn man so festhängt, ich kann's nachvollziehen. Wie auch immer. Und dann haben wir, ja, den Jürgen leider nicht da. Den hätte ich schon noch ganz gerne interviewt, weil ich glaube, den Jürgen Engelhardt hatte ich noch nie im Interview. Ich weiß nicht, ob ich ihn mal im G-Cup, im Porsche Cup hatte. Aber ja, doch, glaube, hatte ich ihn mal, genau, doch. Aber nichtsdestotrotz hier definitiv noch nicht. Von daher sind wir sachlich durch mit den Interviews. Und ja, verrücktes Rennen, der zweite Lauf. Vielleicht Jens nochmal ganz kurz. Was ist bei dem zweiten Lauf beim Restart passiert? Also der erste war klar, das war ja eine klare Ansage. Da kam dann das Safety Car raus. Ich hätte es wissen müssen, weil ich wusste es, aber ich habe nicht dran gedacht, als der Robin mir das sagte, dass das passieren kann. Und dann war da nochmal irgendwelche DNFs und ihr habt nochmal ganz, ganz schnell neu gestartet. Was war denn da los? Wir haben dann, als wir hinter dem Safety Car waren, beschlossen, dass wir jetzt nicht warten, bis es reingeht, sondern das Rennen nochmal neu starten ohne Einführungsrunde, sondern das Rennen selber starten und dann selber eine Einführungsrunde im Rennen fahren. Wir haben dadurch die Rennzeit 3 Minuten erhöht und haben dann den fliegenden Start, also die Gelbphase beim Einbiegen auf Startziel beendet, sozusagen. Ah, okay, gut. Das habe ich überhaupt nicht geschnallt. Also ich habe gedacht, ihr seid da im Rennen und hin und her und das war ganz komisch. Ja, war einfach, ging gar nicht. Also wir haben es ja, aus dem ersten Rennen hast du gesagt, nicht mitbekommen, aber so auf meiner Position waren, glaube ich, nachher 6, 7, 8 Autos übereinander, weil vorne einfach nur einem gelupft hat, von hinten kam einer und einfach zu eng, viel zu eng hier auf der Strecke. Ja, okay. Ja gut, wie gesagt, also gut, das ist dann wieder eine Erfahrung, die man gerne mitnimmt, wenn es dann am Ende immer noch ein gutes Rennen wurde. Und also dann wünsche ich allen noch einen schönen Abend und ein schönes Wochenende. Steht ja nun Gott sei Dank vor der Tür. Und wir sehen uns wieder, Jens. Wann und wo? In 14 Tagen in Laguna Seca. Ach, wie schön. Ja, nein. Dann. Ja, da freue ich mich sehr drauf. Und bis dahin sage ich viel, viel Glück euch allen und viel Spaß. Habe ich euch überhaupt schon ein gesundes neues Jahr gewünscht? Ich glaube, habe ich nicht. Hole ich dann hier auch gleich noch nach. Und ja, und dann sehen wir uns auf dem Mazda Raceway in Laguna Seca. Sehr schön. Genau, vielen Dank, dass du da warst. Ja, das ist ja nun mal hier das Minimum, ne? Wenn du schon für mich im Montag einspringen musstest. Ja, oder ohne mich. Genau. Alles klar. Also, bis dahin und tschüss, bye bye.